Dann würde ich sagen, fangen wir an. An der Stelle, Traden ist gut und schön. Mit Freunden über Trading reden ist irgendwie, ja, stellenweise besser und schöner. Und insofern dann zum Jochen, das 19. Mal. 19. Mal, ja. Liegt also dem Untertitel, da steht er ja auf den Folien, was ist Lust und was ist Pflicht, also diesem Untertitel des Webinars von Jochen und mir auch eine gewisse, wie sagt man, ja, eine gewisse Pflicht und ein Bekenntnis zugrunde, was eben keine von euch, von den Teilnehmern, die ja da immer reichlicher von Sendung zu Sendung zahlreicher geworden sind, also die niemanden vereinnahmen möchte, dieses Webinar, und all jene gerne mit einschließt, die sich von dieser großen Marktthemen, ja, wie sagt man, Markttechniker-Trader-Gemeinschaft, von diesem Wir-Gefühl, dieser Markttechnik im weitesten Sinne in irgendeinem Punkt, vielleicht nicht in allen, aber vielleicht in einem oder anderen Punkt, angesprochen fühlen. So, und so bietet also dieses Webinar dann so dann auch zum 19. Mal im Grunde nur die eine Antwort, indem es nämlich in Abrede stellt, dass, und was stellt sie in Abrede, dass Trading so gesehen mit all den Fragen, die es da gibt bei dem ganzen Trading, zu jeder dieser Frage immer nur eine Antwort nötig oder aber am Ende des Tages auch möglich nur sei. Stattdessen vertritt der Jochen, das ist der Flügelmann zu meiner Rechten, für die, die heute ganz neu zu Hause sind, und ich stattdessen eben jene These, dass im Grunde kein Regelwerk, auch nicht das der Markttechnik im weitesten Sinne oder jegliche andere Strategie in der Lage sei, die Wirklichkeit des ganzen Börsenhandels, und wir alle haben die letzten Wochen und deren Volatilität ja nun wirklich leicht mitbekommen, auch nur im Ansatz die Wirklichkeit des Börsenhandels angemessen beschreiben kann. Eine einzelne Strategie, eine einzelne Regelwerk. So. Und aus diesem Grund heißen wir Sie also recht herzlich willkommen dann zu der 19. Sendung jetzt an der Stelle. Und für die, die ganz neu dabei sind, vielleicht einfach zum Ablauf 2, 3 Sätze. Nämlich, was wir gerne oder bis dato 18 Mal gemacht haben, war immer eine Tradeauswertung. Das heißt also, es ging bei uns nie darum, dass wir heute zum Sonntagabend darüber sprechen, wo am Montag, am Dienstag und am Mittwoch der DAX, der Dow und alles andere steht. Das war nie unser Ziel und wird es auch in dieser Sendung nicht sein. Stattdessen war bis dato 18 Mal immer das Ziel oder der Inhalt von jeder einzelnen Sendung, das von uns, also von euch an uns herangetragene, ja, einfach Tradeauswertung, Trades, die an uns geschickt worden sind, beziehungsweise die damit verbundenen Fragen. Und der Jochen und ich, und das war eigentlich dann immer das, was dann für viele auch spannend war, haben natürlich die Trades nicht einfach nur Ja oder Nein gesagt, sondern wir sind über die klassischen fachlichen Themen hinweg. Und das ist ja auch der Inhalt dieses Seminars oder Webinars, so ein kleines bisschen tiefer in die ein oder andere Themen dann einfach mal abgesungen, über den Tellerrand hinausgeschaut und haben all jene Themen hin und wieder dann auch mal, ja, kurz beleuchtet, die Taschenlampe einfach mal angemacht, ein bisschen drin rumgewedelt, die vielleicht ganz unüblich oder in den meisten Webinaren mitunter einfach nicht angesprochen werden oder aber man nicht die Zeit hat, diese anzusprechen. So. Ich habe gesprochen davon, dass das die 18 Mal so war. Beim 19. Mal heute, weil das ja kurz davor ist, jetzt in die Sommerpause zu gehen. Das klingt jetzt wahnsinnig so wie Ferien in der Schule. Mit 8 Wochen Pause, hurra, hurra. Ja. Wollen wir dennoch aber heute das ein kleines bisschen anders machen. Ich sage gleich was dazu. Vorab aber vielleicht der Jochen, vielleicht eine kurze Vorstellung für deiner Seite, für all jene, die vielleicht heute das erste Mal mit dabei sind. Okay. Ja, danke, Micha, für die einführenden Worte und auch ein ganz, ganz herzliches Willkommen in die versammelte Runde, die schon Fan-Charakter hat, wenn man so ein bisschen in den Chat reinguckt, was mich natürlich sehr, sehr freut und auch Micha. Ja, zu mir, zu meiner Person, ich habe jetzt nicht so tolle Bücher geschrieben, wie der Micha sie hat zum Thema Markttechnik, sondern ich bin ein Leser seiner Bücher, so wie die meisten, sage ich mal, die zur Markttechnik stoßen im deutschsprachigen Raum. Deswegen ist es für mich eine besondere Ehre, dass ich heute mit diesem Mann, den ich so bewundere, dieses Webinar machen kann. Das ist jetzt schon zum 19. Mal. Ich selbst bin Vollzeit-Trader seit 2011, bin bekannt worden durch verschiedene Webinarserien, jetzt nicht nur bei WH Self Invest, auch bei anderen Brokern oder den einen oder anderen Messeauftritt. Das zu meiner Person. Was ich immer dazu sage, ich bin immer noch Trader, nicht nur Coach. Ja, ich sehe mich weniger als Coach, sondern eher noch als aktiver Trader. Und somit gefällt mir das Webinarformat sehr, weil es erstens mal losgelöst ist jetzt vom Handel, der live stattfindet. Das habe ich ja oft in meinen Webinaren. Sondern es geht ja immer so um diverse Themenschwerpunkte. Der Micha legt die fest. Wir gucken durch, welche Trades hast du, welche Trades habe ich. Oh ja, guck mal, hat einer eine Frage. Und dann baut er meistens ein Thema drumherum. Sage ich mal, was mich sehr begeistert und die meisten auch. Weil das Trading auf den ersten Blick sehr einfach aussieht. Ne? Ähnlich wie eine Computersprache, 0 oder 1, an oder aus. Ne? Und was du daraus machen kannst, ist im Trading auch. Dazu noch immer mit dem persönlichen Charakter, den man färbend in das Trading mit einbringt. So, heute 19. Folge. Wir machen ein kleines anderes Format. Darauf wird der Micha noch eingehen.
Wer Kontakt zu mir haben möchte, wer die Art jetzt mag, wie ich Sachen erkläre oder über Dinge spreche im Trading, kann Kontakt zu mir aufnehmen über die eingeblendete E-Mail-Adresse oder über meine Facebook-Webseite. Ich muss eines dazu sagen, Coachings nehme ich im Moment gerade nicht an. Ich habe einfach zu viel zu tun. Dennoch, ja, also wer mir dennoch schreiben will, ich freue mich drüber. Und an der Stelle gebe ich jetzt an den Micha zurück. So, der Jochen, genau so ist es. Dann zwei Sätze zu mir und zu meiner Person. An der Stelle, der eine oder andere, Jochen hat es schon gesagt, kennt mich dann vielleicht eher dann über die Bücher, sei es das große Buch der Markttechnik oder aber hier eingeblendet die achtteilige Händlerbuchreihe der Händler. Die haben wir jetzt demnächst auch wieder als Hörbuch draußen. Also wieder deswegen, weil wir hatten ja schon mal eine App, aber die wurde dann vom App Store rausgenommen, weil die dann mit Audible und so weiter dann zusammengearbeitet haben. Beziehungsweise das große Arbeitsbuch der Markttechnik. Alles zusammen natürlich in der Summe, alles kompakt, das Thema Markttechnik beschreiben und in dieser Eigenschaft, sei es jetzt als Autor, aber natürlich auch als Berufshändler, hier auch meine Kontaktdaten eingeblendet, möchte ich genauso wie der Jochen einfach diese 2 Stunden hier nutzen, alle 14 Tage, die wir haben, um an dem einen oder anderen Erfahrungswert, den man mitunter, nicht nur wir haben, sondern viele auch im Chat, da sind jetzt nicht nur Anfänger dabei, gell? Also mitunter ist das dann auch stellenweise ein Dialog schon auf Augenhöhe dann mitunter. Da einfach ein kleines bisschen nach außen hin auch einfach ein bisschen was zurückzugeben an der Stelle, um die eine oder andere Erfahrungswert oder die eine oder andere Frage da mal mit zu beantworten. Meine Kontaktdaten seht ihr hier und für den einen oder anderen, weil es im Chat auch schon stand, hier nur den Hinweis auch mitunter im August, das ist jetzt gar nicht mehr so lange hin, wer da noch haben möchte, die 4-wöchigen, in 4 Wochen, so muss man sagen, das Wochenseminar jetzt hier, Markttechnik sehr umfangreich, die Kontaktdaten seht ihr hier eingeblendet, einfach mal auf die Website gehen, dort findet ihr das PDF. Mehr möchte ich dazu gar nicht weiter sagen an der Stelle. Wer Interesse hat, wir machen es auch als Livestream, man muss nicht zwangsläufig hinkommen, man kann sich das auch live mit anschauen, dann passt es. Wichtig ist aber eins, der Jochen und der Ich, und dann fangen wir auch an, der Jochen und der Ich, so ein Quatsch, der Jochen und ich, wir sind nicht alleine, auch wenn jetzt wir optisch hier nur zu zweit sind, es gibt immer noch einen Dritten in dem Bunde und das ist WH Self Invest. Und genau, die Frage im Chat hatte ich gelesen, dort findet ihr auch auf dem YouTube-Kanal genau, WH Self Invest alle Aufzeichnungen, da haben wir die Frage mit beantwortet und zumindest soll er mit eingeblendet sein, weil er ist wichtig, der Risikohinweis, das kann man alle in aller Ruhe durchlesen, wenngleich er jetzt auf uns nicht ganz so zutrifft, weil wir ja jetzt keine Marktanalysen machen oder keine einzelnen Trades im Voraus jetzt hier mit publizieren. Nichtsdestotrotz, da haben wir ihn einfach mit eingeblendet, man kann ihn in aller Ruhe lesen, auch im Video nachher später und hier haben wir auch die Kontaktdaten von WH Self Invest, die das alles ermöglichen. So, dann würde ich vorschlagen, fangen wir an. Micha redet Unsinn, mit Micha und Jochen auf Augen zu sprechen, geht nicht, immer wenn ihr dort angelangt, dann kommt irgendein Sager, der dich immer wieder ganz am Anfang zu... okay, wie auch immer. Was ich sagen möchte ist, aber Grüße heute haben wir uns überlegt, der Jochen und der ich, wie können wir die 19. Sendung machen? Nicht, weil es die 19. ist, ein Jubiläum oder so weiter ist, sondern weil es die Sommerpause ist. Und da haben wir uns Folgendes überlegt, dass wir eben, weil es vielen Spaß gemacht hat, wenn wir Umfragen machen, weil es vielen Spaß gemacht haben, die im Chat gerne mitmachen. Das heißt also, ein bisschen lebt das Format ja, dass ihr im Chat ja ein bisschen mitmacht, will also heißen, wir haben uns überlegt, dass wir in der 19. Sendung mal hier Folgendes mal gedanklich durchlaufen sind. Schaut mal ganz kurz her, ich habe hier eine Folie mitgebracht. Die sieht, Moment, jetzt, irgendwie macht der Rechner jetzt hier zu schnell. Das ja, auch jetzt, nicht, das müsste es sein, ne? Na, irgendwie... Bei der Wärme merke ich, so jetzt, da haben wir es. So, schaut mal, das sieht ein bisschen dramatisch aus, ein bisschen viel, aber im Grunde ist das dahingehend sehr einfach. Ich mache mal mein Maltool auf, weil im Grunde ist das nichts anderes wie das ganze Fachwissen der Markttechnik mal ein kleines bisschen in einer Zuordnung gebracht. Fangen wir mal hier an, Ausgangspunkt, das ist jetzt wie so ein Kreuzworträtsel, wo man so durchgehen muss für die Kinder, ja, und am Ende wieder am Ausgangspunkt zu kommen. Hier, alles beginnt ja im Thema Orderbuch, wir gehen das jetzt nicht durch. Nichtsdestotrotz aus dem Orderbuch ableichen das Thema Marktteilnehmer, Psychologie, Bewegungen, Korrektur, alles gigantische Themen, Trend überspringen, ein großes Thema, Zeiteinheiten, Nähe zum Markt, dann kommen wir zum Handelsstil, von denen zum Ausbruch, zum Bewegung, zum Trendhandel, Trendhandel, Bewegungshandel ist das Thema Kippbild, ein riesengroßes Thema, können wir uns locker 3-4 Tage aufhalten, vom Kippbild ab
abweichend, ableitend ist das Thema Wiedereinstieg einzuordnen. Wiedereinstieg, Großwetterlage, Trend überspringen, das hängt in diesem Dreieck hier zusammen, wie Großwetterlage, Geldmanagement, Diversifikation, das Thema Arbeitsstil mit dem ganzen riesengroßen Thema Software, das Thema Freizeit, Family. So, will also heißen, das sind die ganz, ganz, ganz großen Themen. Zu jedem von dieser Kulla, von jedem von diesem Kreis können wir uns locker, also da tun wir wirklich der Jochen und ich nicht langsam reden und mit Sicherheit uns auch nicht wiederholen, locker 3-4 Tage reden, wenn nicht mehr. Worum es mir aber geht, den Jochen und mir, ist aufgefallen die letzten 19 Mal, 18 Mal, was ein Schwerpunkt immer eurer Fragen war. Sicherlich gab es dem einen oder anderen, der auch eingeschickt hat, Rätsel, die vielleicht nicht drangekommen sind. Okay, aber ein Schwerpunkt der Themen war unter anderem das Thema Wiedereinstieg. Das haben wir hin und wieder gesehen. Und vor allen Dingen das Thema der Großwetterlage und wieder jetzt die Handelsausrichtung. So, das waren so die Schwerpunkte. Wie gesagt, ich rede wirklich nur von den Schwerpunkten. Das Thema Orderbuch war wenig. Thema Diversifikation war jetzt auch nicht so das Riesenthema. Software auch nicht. Arbeitsstil haben wir im Grunde auch nicht angesprochen. Hin und wieder mal Geldmanagement war auch noch ein Thema. So, und was der Jochen und ich jetzt einfach vorhaben, ist, dass wir zu diesen großen Themen, wo wir denken, dass das so die Schwerpunkte der letzten 18 Mal waren, vielleicht einfach, nicht vielleicht, sondern wir haben sie vorbereitet, ein paar Aufgaben mitgebracht haben, die wir gemeinsam einfach mal lösen können. Das heißt, wir tun jetzt keine Trades besprechen, sofern das von Interesse ist, sondern mit ein paar Aufgabenstellungen, die verschiedene Lösungen haben und wir gucken, welche von dieser Lösung könnte die beste, die optimale sein. Will also heißen, wir machen jetzt mal keinen Monolog, der Jochen und der ich, sondern es ist ein Dialog mit euch und bei euch mit dem Chat. Ich habe ganz kurz. Seid ihr damit einverstanden, dass wir ein paar Aufgabenstellungen einfach zu den großen Themen, das Thema Wiedereinstieg, das Thema der Großwetterlage und das Thema des Geldmanagements, dass wir da ein paar Aufgabenstellungen machen. Halt mal ein bisschen was anderes und wir würden dann, wenn die Sommerpause vorbei ist, ganz normal eure Trades natürlich wieder durchsprechen. So, denke ich, haben wir alle was davon. Genau. Was aber schön wäre, und da bitte ich euch damit einfach, dass ihr im Chat halt einfach mitmacht, der Jochen und der ich bebabbeln die Aufgaben, wir gehen die verschiedenen Lösungen mal durch und ich denke, so könnte das ganz gut passen. Super. An der Stelle ganz kurz bemerkt, was ich immer sage und heute natürlich nicht gesagt habe, aber für die Sache, wenn es weitergeht, also nach der Sommerpause, wenn es weitergeht, brauche ich und der Micha noch ein paar Trades. Also bitte jetzt nicht mehr aufhören einzusenden, sendet ein, diejenigen, die immer einsenden, gebt auch nochmal einen Ruck, die Dinger werden immer besser von der Aufarbeitung und diejenigen, die es probieren wollen, sondern auch einsenden an die Kontaktdaten, die vorhin eingeblendet waren. Heute nochmal so eine Ausnahme sein, weil es das 19. Webinar jetzt ist in der Serie, aber das nächste Mal, dass wir weitermachen können, wieder mit Trade-Besprechungen. Und jetzt gebe ich schnell zurück an den Micha. So, am 4. September geht's, Stand jetzt am Weitag, haben wir noch ein bisschen. So, also wollte ich Folgendes vorschlagen. Fangen wir also an. Wie gesagt, für den einen oder anderen, der mit dieser Übersichtsfolie hier das eine oder andere ein bisschen was anfangen. Moment, ich muss gucken, wie ich hier die Folien weiterkriege. Achso, die kann nicht weitergehen, ich verstehe schon, das liegt hier dran. So, natürlich sind das große Themen, riesige Themen, gell? Die werden mit keinem Webinar, der eine oder andere kennt mitunter die Bücher und im Grunde, wenn man ein bisschen im Detail schaut, jedes von diesen Buch ist eine große Kulla eigentlich, deswegen sind es auch so viele Bücher, weil es zu allem dann eins ist, aber sei es mal drum. Lasst uns anfangen mit dem Thema der Großwetterlage, was ja immer vom Jochen und von mir in den Trades ja immer ein Schwerpunkt war. Das heißt, wir haben auf der einen Seite das Wie, auf der anderen Seite das Wo und irgendwie tut das Wie, das Strategische, das Taktische im Detail mitunter vielleicht immer richtig sein und dennoch du, der Jochen und ich dann gerne das Wo monieren, wo man sagt, das war vielleicht jetzt nicht so toll. Will also heißen, hier ganz kurz mal mehr dargestellt, also angenommen, wir hätten jetzt hier einen Trade, der einfach sagt, Mensch, ich gehe hier long, dann könnten wir natürlich rein inhalten, was die Großwetterlage dazu ist, betrifft gar nichts weiter sagen, weil wir es halt nicht sehen. Will also heißen, die Sinnhaftigkeit kriegen wir ja erst raus, indem wir auf der anderen Seite mal kurz schauen, wo ist denn dieser ganze Trade am Ende ja initial einfach gestartet und im Grunde dann auch gelaufen. So, und so bauen wir eigentlich auch die Aufgaben auf. Schaut mal. So, das heißt also, wir haben die Signallage, wir haben die Großwetterlage, wir haben die Wertigkeit, das ist alles ein Synonym, dessen der Jochen und ich mich da irgendwie bedienen, Signal, Großwetterlage, Wertigkeit. Im Wesentlichen geht es also ganz kurz, nur dass wir es nochmal haben und da ist der Jochen und ich da an der Stelle ja d'accord. Alle von euren Trades, die ihr uns eingeschickt habt, sind ja immer variable Handelsausrichtung stets gewesen. Das heißt also, der eine handelt gerne Ausbrüche, obwohl das war gar nicht so oft, Jochen, gell? Bis dato. Aber selten, ja genau. Selten, gell? Ja. Aber dennoch gibt es viele, die dann jetzt
jetzt hier den Bewegungshandel machen oder aber doch den Trendhandel allemal. Und alle von uns, die wir je die Trades eingeschickt haben und auch die, die sich bis dato vielleicht nicht getraut haben, Trades eingeschickt oder aber die eingeschickt haben, aber noch nicht dran gekommen sind oder aber die, die einfach sagen, nee, ich brauche nichts einschicken, ich freue mich über die anderen, die was einschicken. Wir alle haben eins gemeinsam, wir haben unterschiedlichste Einstieg- und Ausstiegslogiken. Das muss ja nicht jeder, selbst die Markttechnik selber hat ja tausende von Logiken, wie man rein und raus kann. Das ist ja völlig egal. Und selbst wenn man da nicht sich der Markttechnik bedient, ist das egal. Was aber alle Markttechniker und alle Händler im weitesten Sinne auf der spekulativen Seite ja gemeinsam haben, ist ein Grundverständnis. Der eine oder andere von Ihnen, der jetzt zuhaut, oder von euch, der zuschaut, mehr, der eine oder andere weniger, ist ein Grundverständnis von den verschiedenen Marktphasen. Ja, du hast ja Vollgas gegeben hier. Wow. Bitte? Richtig was vorbereitet, sag mal, also der Oberhammer. Die Marktphasen, also das heißt, das hier ist jetzt nicht der einzelne Trade, der ist hier unten mit der verschiedenen Handelsausrichtung und mit den verschiedenen Einstiegen, sondern das ist nichts anderes wie die Großwetterlage, genau. Die also so aussehen kann, dass kein Trend vorhanden ist, da hat kein Trend, hier ist jetzt der Trend vorhanden, hier haben wir einen Trend und hier hinten ist der Trend gebrochen. Also Trend ist da, Trend ist gebrochen, hier ist gar kein Trend da und hier gibt es die verschiedenen Marktphasen. Viele von euch halten sich gerade für die, die in der Markttechnik ein bisschen sattelfester sind, gerne in dieser Marktphase 5 auf. Deswegen gibt es an der Stelle nur auch hin und wieder diese Analogie, wo immer die dann herkommt, sei es drum, das 5-Sterne-Trades, ja, im Sinne dieser Hotelkategorie oder, sei es mal drum, will also heißen, dass sich gerne Marktteilnehmer in der Jochen ja auch in solchen Phasen aufhalten mit ihrem Trade, ja, wo die Großwetterlage A einen Trend aufweist, aber das tun sie ja alle hier, aber innerhalb dieses Trendes wiederum der Markt aus der Bewegung in die Korrektur gelaufen ist und jetzt schon wieder rumkippt in diese neue Phase hinein. Genau, ja? So, genau. Das sei es mal drum. Also die verschiedenen Marktphasen. Zu jeder von dieser Marktphase hier können wir uns locker locker einen Tag aufhalten, was die verschiedenen Eigenschaften sind. Das ist alles nicht unser Thema. Der eine ist ein bisschen drüber schon mit dem Thema fachlich, der andere vielleicht ganz am Anfang. Aber wir wissen ganz grob erstmal, worum es geht. Das heißt also, diesen Trade hier unten fachlich ein kleines bisschen einzunotten, brauchen wir die Großwetterlage einfach hier oben. Und diese wiederum kann nicht einfach nur gut oder schlecht sein, sondern sie ist in diesen verschiedenen Marktphasen, ja, mal so in dieser oder jener Marktphase und die Marktphase wiederum sagt einfach, ist die jeweilige Logik, die wir hier unten haben, mit der jeweiligen Marktphase irgendwie sinnhaft, kriegt der ganze Trade dadurch eine Wertigkeit. So, und jetzt haben wir ein paar Aufgaben, Herr Jochen und ich, gemacht. Schauen wir mal. Na, du hauptsächlich, jetzt kommt es. Ja, aber wir dennoch, wir gehen gemeinsam durch. So, schaut mal Folgendes durch. Die Logik ist ganz einfach, das ist nichts unkompliziert, tut auch gar nicht weh. Wir haben also links hier einen übergeordneten Marktverlauf. Welcher Markt das ist und welche Zeiteinheit, das ist jetzt völlig für uns wurscht. Völlig wurscht. Also ob das jetzt der DAX ist oder der Dow, nebensächlich, können wir streichen. Welche Zeiteinheit das ist, nebensächlich, streichen wir. Wir gehen einfach davon aus, dass es jetzt hier eine Marktphase ist, die so und so aussieht. Ich sage nichts weiter dazu. Aber das hier ist die Großwetterlage, die GWL, sprich also das Wo. Was uns jetzt fehlt, ist das Wie. Und das habe ich jetzt einfach so aufgebaut, einfach hier, dass wir jetzt das Wie mit verschiedenen Varianten haben. Variante 1, 2, 3, 4. Und wir suchen alle gemeinsam die beste oder die schlechteste raus. Ende aus, Mickey Maus und so fangen wir an. So, das heißt also, schauen wir mal, in dieser GWL passiert was. Wir haben einen Händler A. Das wird dann, ich erkläre kurz die Aufgabe und dann ist es klar, weil die anderen Aufgaben sind genauso aufgebaut. So, wir haben also einen Händler A. Der sieht die, das ist die untergeordnete, also seine Signallage. Wir haben einen Händler B, das ist dann der hier. Wir haben einen Händler C, der sieht natürlich Händler C genau dasselbe wie Händler A, aber er macht was anderes. Und Händler D sieht dasselbe wie Händler B, nur er macht was anderes. Aus dieser Großwetterlage. So, Frage in die Runde. Hier, ich habe euch für den Anfang mal reingemalt, was die Abkürzungen sind, dass wir hier kein Missverständnis haben. SB ist also Stop-Buy-Order, er lässt sich also bei Grün Long einstoppen, der andere lässt sich hier einmal einstoppen, hier zweimal einstoppen, schaut mal her, gell? Der andere sagt nicht, wo, ich darf von Russisch reden, Jochen? Wenn du SS dran stehen hast, nicht. Das war jetzt, natürlich, du kannst alle Sprachen benutzen, alle. Hier schon. Nietzsche, weil man sagt man immer, gell? Aber, ja, Fragen. Heiliger Bürger. Also gut, also, weil er macht nichts. Also, okay, und dann der vierte Händler.
der sagt Stop Sell und setzt sich hier unten an seinen möglichen Punkt 3 oder was auch immer er sieht. So, Frage in die Runde jetzt. Aus eurer Sicht, was ist das Sinn? Fangen wir mal mit dem Sinnhaftesten an. Was ist das Sinnhafteste aus Sicht dieser Marktlage? Wir haben die Großwetterlage, die hier zu definieren ist, und daraufhin die gelb hier drinnen aufgeklappt. Das ist das hier, gell? Nur damit es kein Missverständnis gibt. Nee, sehr gut gemacht. Ja? Und ich habe immer den Chat im Blick, die ganze Zeit, Leute. Reißt euch zusammen. Ich lese jede Zeile und wir nutzen den Chat. Ne? Also es kommen schon viele Antworten rein die ganze Zeit, nicht wahr? Schon bevor du überhaupt die Frage zu Ende geführt hast. Sie sind sehr unterschiedlich, sehe ich gerade. A, B, C, D, E. Ja. Also wir sehen, das ist wirklich unterschiedlich, aber so soll es ja sein. Was machen wir jetzt bei den Aufgaben der Jochen und ich? Wir sprechen natürlich mit euch gemeinsam durch. Ja. Also wir stellen das jetzt nicht einfach nur und sagen richtig und falsch. Aber ich stelle nochmal die Frage, was ist die beste Lösung? Gell? Wir machen mal was ist von diesen vier Varianten die beste? Ich betone, um Missverständnisse auszumachen. Es gibt natürlich nicht nur diese vier Varianten. Es gäbe hier hinten, wenn ich sie dran malen würde, sicherlich noch 23 andere Varianten. Und wenn wir uns Mühe geben, gibt es vielleicht noch 111 andere Varianten. Also das sind nicht die einzigen Varianten, ich betone es. Aber von diesen vier Varianten muss es uns ja dennoch gelingen zu sagen, was ist denn die fachlich beste und zwangsläufig, was ist die fachlich schlechteste. So, er kennt die Folien auswendig, der eine oder andere. Ja, der eine oder andere kennt sie vielleicht aus dem Arbeitsbuch, so ähnlich, ja, sind dort auch mit drin, richtig. Ja. Okay. So, wollen wir mal überlegen, der Händler A sagt was? Gehen wir mal gemeinsam durch. Der Jochen an der Stelle hilft mir jetzt, genau. Der sagt einfach, ich gehe hier long. Bei dieser Folie fällt uns was auf? Was fehlt denn eigentlich an der Folie? Weil wenn einer schreibt, er geht hier long, also dieser Trader einfach, dann wissen wir ja was noch nicht zwangsläufig. Er sagt ja nur, er steht long. Sein Ziel. Die GWL kennen wir. Die GWL ist das. Was wissen wir eigentlich noch nicht? Nur wenn einer sagt, er geht long. Den Stopp, einverstanden, den weiß ich noch nicht. Ich weiß noch was anderes nicht. Was er kriegsentscheidend ist, um zu sagen, was ist das Beste. Nehmen wir mal an, das ist der DAX und einer sagt, ich gehe jetzt long. Die dreht Ausrichtung. Ich kenne die Ausrichtung noch nicht. Gell? Die Ausrichtung kenne ich nicht. Das heißt, ich weiß ja gar nicht, ob der hier long geht, jetzt den Trend, die Bewegung oder den Ausbruchshandel. Je nachdem, was es ist, könnte ein unterschiedliches Ergebnis auch sein, was es hier hinten mit der Wertigkeit betrifft, im Sinne von bester, schlechter. Jochen, angenommen jemand, dann geht jetzt hier einfach long. Los. Ja, nein, vielleicht. Also von meiner Seite? Nein. Nicht mit gutem Gefühl, sage ich mal so. Ja, also wenn ich den Trade so machen würde, würde ich das Genick einziehen, innerlich, bei A. Das wäre jetzt meine Meinung zu A. Ja. Bertha, die B, würde ich so auch nicht machen wollen, ganz ehrlich. Eigentlich schrauben sich mir die Zehennägel zurück, ja, mit diesen Einstoppern über den Punkt 2, aber ey, wurscht, weil ich möchte jetzt nicht die Auflösung bringen, Micha. Ich muss jetzt die einzelne Folie besprechen, oder? Nein, wir tun das einfach machen, weil wir können jetzt mit den Leuten viele haben ja im Chat geschrieben, jeder hat es sich angeguckt, jeder hat seinen Kopf gemacht. Gut, also ganz klar, meine ist die C. Ich warte. Ich warte wirklich. Also ohne Witz, ich warte. Und die Live-Trading-Webinare sehen mit mir, die wissen, der Schmidt wartet oft, ja. Logisch, die C ist meine Wahl, also ganz klar. Und jetzt Achtung, ab und zu pfeife ich dann drauf, obwohl ich sowas sehe und mache dennoch Trades. Und da könnte ich dann in hohem Bogen kotzen und das kommt ins Tagebuch rein. Das, genau, und dann steht drin, du Vollpfosten hast wieder deine eigenen Regeln gebrochen. Also früher war das bei mir eine Litanei, vor allem wenn dann schlechte Trade-Ergebnisse dabei rauskamen. Heute weiß ich wenigstens, dass der Chart stärker ist als ich, ja, dass ich die Maus klicken muss, dass das Ego sagt, wirst du richtig liegen oder nicht? Ja, Gott sei Dank passiert das nicht oft, ja, aber immer wieder passiert es. Nochmal an der Stelle an alle Grüße da draußen, wir sind nur Menschen. Micha ist genauso fehlbar wie ich. Wir machen genauso unsere Fehler, aber wenn wir sie kennen, die Fehler, das ist was Wichtiges. Wenn du nicht weißt, warum du da warten sollst, okay, da hast du ein Problem. Ja, also hier long zu gehen. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Gab es mal so eine Sendung, gell? Wenn gleich hier das Licht, wir wissen es ja im Vorfeld, weil das erste wäre ja die GWL und wie sieht die aus? Wir hätten hier einen Punkt 1, einverstanden. Wir hätten hier einen Punkt 2,
naja, zumindest noch mit Fragezeichen, weil er ist ja noch nicht durch. Genau. Wir hätten hier einen Punkt 3, aber auch der, naja, mit Fragezeichen, weil wir wissen noch nicht, ob er durch ist. In dem Moment, wo wir hier zwei Fragezeichen haben, wissen wir nicht, was das hier ist. Wir wissen es nicht. Das könnte eine Bewegung sein. Ja, dazu müsste der Markt hier oben drüber gehen. So. Zack. Es könnte aber auch sein, dass das eben nicht die Bewegung ist, sondern genau, nur die Korrektur ist und jetzt der Markt hier runtergeht. Das heißt, im Großen und Ganzen ist die GWL überhaupt nicht vorhanden. Wir haben keine GWL. Und es gibt, und da kenne ich mich genügend, auch solche Trades. Und die Frage in den Chat, wer kennt es? Und dieser Trade, diese Trades hier, die haben auch einen Namen. Den kann man wirklich benennen. Nämlich, das sind Trades, wo man zweimal spekuliert. Hm. Man spekuliert zweimal. Nämlich auf der einen Seite hoffentlich geht auf der taktischen Ebene der Trade auf und auf der anderen Seite hofft man, dass die taktische Ebene die Großwetterlage aufreißt, also schön macht. Mhm. Also ich hoffe darauf, dass die taktische Ebene die Großwetterlage durchreißt. Ich sage, das ist doch einmal zu viel spekuliert. Das ist einmal zu viel, weil ich möchte nicht in der Großwetterlage spekulieren. Ich möchte nicht in der Großwetterlage spekulieren. Entweder ist ein Trend da und der hat eine gewisse Phase, das ist keiner da. Aber jetzt spekuliere ich darauf, dass das hoffentlich hochgeht und so weit hochgeht, dass das hier auch noch schick aus wird. Ich nenne es Vorgreifen. Früher gab es immer einen Spruch, ich hoffe, jetzt sind nicht so viele Frauen da, so hat man mir das beigebracht. Das sind viele Mädels da, viele. Wir kennen das mit den Frauen. Mhm. Hier ist gerade was runtergefallen. Mit den Frauen. Oh, was? Du willst mit ihr ins Bett und sie hat noch die Strumpfhose an. Jesus, Micha, bitte. Rausschneiden, Micha, selbe Weste. Kannst du ein großes Z malen, als absolut jetzt. Was damit gemeint ist, das funktioniert hier nicht. Das ist einfach eine Nummer zu früh. Das funktioniert nicht. Aber das Bild war so schön, ich habe es mir gemerkt. Ja, deswegen habe ich es jetzt gemacht. Also, wir sind ja auch nicht zimperlich, sagt die Sabine. Da danke ich. Jeder weiß, was ich meine an der Stelle. Die Fortsetzung von dem Witz. Also, Strumpfhose noch an und das funktioniert dann einfach an der Stelle nicht. Großwetterlage ist nicht vorhanden. So, nun gut. Das heißt also, für die, die jetzt hier in den Trend handeln, ist das einfach grottenschlecht, weil du mit weiten Stops arbeitest. Wenn wir es uns ein bisschen zurechtlügen, nur ein bisschen, dann könnte der eine oder andere sagen, Moment mal, das ist ein kleiner Trade, ein kleiner Trend, der hier in einen größeren reingeht. Das heißt, ich nehme das hier als GWL und streich die hier, dann hätte man das Thema mit Trendspringen und so weiter zumindest irgendwie so ein kleines bisschen mit rein. Okay, nichtsdestotrotz wird das hier nicht schöner an der Stelle. Zumindest wäre die erste Order sinnhaft, wenn man sagt, Mensch, hier, dann nehme ich das hier als GWL, dann wäre aber die zweite Order hier oben im Grunde dann halt auch zu spät, macht es nicht besser. Jemand, der hier unten short geht, an dem Punkt hier unten, okay, wenn der Markt runtergeht, dann hätte er, was das betrifft, sicherlich ein 1, 2, 3 nach unten, soweit ja nicht schlecht, das SS im Sinne von, Achtung, Stop, Sell Order, ja, nicht, dass man hier so, Abkürzung dafür und gut, aber auch hier ist es so, auch auf der Short-Seite, Achtung, wir haben keine Großwetterlage. Ja. Und es gibt nichts Schlimmeres und Frage, Hand hoch, wer hat solche Trades gemacht, die, wenn er ganz ehrlich ist, darauf hofft, dass die Großwetterlage schön wird? Ja, ja. Nicht, weil sie schön ist, sondern darauf, genau, dass sie schön wird. Das sind solche Trades. Ganz genau. Also, Arm hoch, ich mache es auch. Muss mal gucken, welchen Arm, nicht, dass das schief geht. Jochen, Fall. Ja, auch, ja klar. Gut, kennt jeder. So. Okay. Genau. Nicht schön. Die Schaubilder sind dennoch werden sie gerne gemacht, weil jedem klar ist und mir ja auch, nehmen wir mal an, man hat wenig Märkte zur Auswahl. Nur mal angenommen, man hat wenig Märkte zur Auswahl. Dann ist ja jedem klar, dass sich, bevor sich die GWL hier schick zeigt, das heißt, hier drüber geht und jetzt eine Korrektur hat, dass das so lange dauert, je nach Zeiteinheit jetzt, ja, das klar, dass man lange, lange Zeit vor dem Rechner nicht muss. Von daher wäre es irgendwie, weil so lange Geduld hat man noch auch nicht, mitunter besser, vielleicht wird es ja doch der Bewegungsast und es geht durch die Zeit durch. Okay. So, gut, dann haben wir da zwei Sätze mal dazu gemacht. Wissentlich, ich betone es nochmal, das, was wir jetzt, auch wenn wir es nur in ganz kurzen Überschriften nur benannt haben, der wesentliche Punkt ja hier unten, der ist, der uns fehlt. Bewegungshandel, Ausbruchshandel. Das heißt, dieses Warten hier wäre natürlich umso besser, also im Vergleich zu jemandem, der hier den Trend handelt. Handelt jemand stattdessen aber hier nur die Bewegung, weil er sagt, die Großwetterlage sieht nicht schön aus, dann wäre das zwar immer noch schlecht, aber zumindest besser, wie den Trend zu handeln. Ja, ja. Ja. Okay, weil die Stops halt in dieser Phase enger sind. Okay. So, gut. Naja. Wollen wir mal gucken, Leute. So, jetzt haben wir ja das Grundprinzip verstanden. So, also, Achtung, diesmal steht es drin, was wir handeln wollen.
Variante 2, nächstes Beispiel, Frage in die Runde. Was ist die beste Variante? MB, Market Buy, Limit Buy. Hier kauft sich einer mit Limit rein. Einer sagt warten, einer SS für Stop Sell. So, denkt euch mal kurz rein. Hier ist die GWL, also ist ja nun sich selbst erklärend, haben wir drüber gesprochen. Händler 1, Händler 2, Händler 3. Welcher willst du sein? Oder vielleicht, wo du sagst, die beste. Wie gesagt, es muss nicht die allerbeste sein, aber von diesen vier Varianten die beste. Auch wieder unterschiedlichste. Auch wieder im Chat sehr unterschiedlich, ja, gell? Absolut, ja. Ja. Ah, toll, dass er mitmacht. Das macht echt Laune. Also die 2, die 4, die 1, die 3, auch alle vertreten. Also solange wir jetzt hier nicht einer schreiben, Nummer 7 ist ja... Vorhin meinte auch jemand, jetzt kommen gleich wieder die dicken Kinder. Und die Keksdose. Ich verreiß gerade. Okay. Die 1 ist die 1 scheint sehr lastig zu sein. Also viele die 1 und viele die 4, wenn ich es jetzt mal so rein über den ersten Blick im Chat angucke. Also wie gesagt, die beste Variante. Es mag durchaus sein, dass die beste, weil man noch eine weitere hat, die besser wäre, im Vergleich zu der besseren, die man selber im Kopf hat, dann die schlechte wäre. Aber in diesen vieren zumindest, wo man sagt, naja, dann ist es nicht ganz... Gell? Okay, Jochen, okay. Mach mal durch. Ja, also wenn ich die GWL anschaue... Kannst du drinnen rummalen, Jochen? Ja, das müsste eigentlich gehen. Warte mal. Was muss ich machen? Ah, shit. Doch, das geht. Ich weiß, dass das geht. Wenn ich nämlich hier kommentiere, haha, warte mal. Nee. Also, ich das mag ich. Da, ich kann auch radieren. So, okay, also, das Teil hier ist ein Abwärtstrend. Also, und perfekterweise steht ja in der Korrektur, ne? Also ist es ja eigentlich eine große Wetterlage, wo du sofort auf die Idee kommst zu sagen, hey, kann ich denn da nicht mit nach unten gehen? Mein persönlicher Senf zu einer solchen Ausformung, genauso wie wir es sehen, ist, dass es meistens nicht so schön nach unten geht. Außer ich warte, ich kriege einen untergeordneten Abwärtstrend. Wenn ich also im Zuge der Großwetterlage aus der Korrektur den Trend nach unten handeln möchte. Deswegen, ich tendiere auch hier dazu, wenn ich mich in die Warte, in die Trendrichtung reinstellen will, dass ich eher beim Warten dabei bin oder ganz rotzig von oben versuche, wenn das Ding überschießt. Dass ich dann versuche, aus der weit gelaufenen Bewegung des untergeordneten Trends short zu gehen. Sorry, ich habe die 4 jetzt nur genommen, um zu malen. Aber eigentlich wäre ich an der Stelle auch eher mit Warten beschäftigt, bis ich zumindest mal einen Abwärtstrend sehe. So, also die Variante, also ihr habt ja auch alle mit reingemalt schon, gell? Fangen wir mal mit der 1 an, also mit der GWL an. Also die haben wir natürlich einen Abwärtstrend. Der ist im Vergleich zu der ersten Variante einfach, der schreit ja. Der sagt also unmissverständlich, wo man sagt, das Ding irgendwie nach unten. Gell? Was jetzt hier vielleicht die Besonderheit wäre, dass wir ziemlich nah an der 3 dran sind. Okay, genau. Gell? Das ist also nicht hier, sondern hier, sondern wir sind schon weit gelaufen. Nichtsdestotrotz, die Marktphase ist da, dass wir einen Trend haben und der Trend wiederum ist in der Marktphase weit in der Korrektur. Das heißt, jetzt hier noch auf der Long-Seite rumzuhandeln und dann sogar noch mit der Handrichtung, die den weitesten Stopp hat und die den trägesten Stopp hat, also träge im Sinne von, dass wenn ich im Plus bin, ich ja nicht sofort den Stopp nachziehen kann. Also das ist ja Panne setzen 5, gell? Geht ja gar nicht. Ja, also und er hüpft sogar noch auf die Bewegung hoch. Also es ist ja alles falsch. Der hier ist vielleicht immer noch falsch, aber zumindest ein kleines bisschen besser falsch, weil er wenigstens sich versucht, in die Korrektur reinzukaufen, aber es ändert an der Sache nichts. Er will dennoch einen Trend handeln in einen übergeordneten Abwärtstrend, in dessen wiederum weit in der Korrektur steht. Ja. Also all das ist da, wo man sagt, boah, da müsste man natürlich irgendwie mit der Zeit, für die, die ein bisschen länger in der Markttechnik unterwegs sind, diesen Kinderschuhen entwachsen sein. Also dieses hier, also das hier auch nur im Ansatz irgendwie im Kopf zu denken. Ja. Wohingegen, was sicherlich wahrscheinlich wäre, wollte ich sagen, auf der Short-Seite. Frage ist natürlich, wenn der Markt hier unten ist, ist denn dann an der Stelle auf der Short-Seite ein Trend vorhanden? Er will ja einen Trend handeln. Wenn der Markt jetzt runterkippt, ist denn da überhaupt ein Trend? Nee, eben nicht, ja genau. Eben nicht.
Das heißt also, wenn das so wäre, wäre das hier eine 2, das eine neue 2 und das hier eine 3. Also im Grunde sieht der Markt so aus und er geht hier unten short. Also das ist gar nichts. Das heißt, dieser Trade hier ist von der Grundidee, vielleicht einen Trend nach unten zu handeln in Bezug auf diese Großwetterlage, gut, aber in der taktischen Umsetzung auch Sätze 5. Ja. Benjamin, geht nicht. An der Stelle sagen, ich gehe short. Jemand schreibt, wenn nicht diese Phase, welche willst du denn dann noch? Besser geht nicht, besser geht nicht. Benjamin, doch, hör genau zu. Ja. Wir wollen den Trend handeln. Achtung, die Ausrichtung ist wichtig. Wir wollen den Trend handeln hier. Benjamin, das, Achtung, natürlich, ja. Genau was der Jochen sagt. Aber ich empfehle definitiv nochmal die Bücher von Micha. Es ist so schön aufgearbeitet als Arbeitsbuch. Ne? Das große Arbeitsbuch der Markttechnik. Da sind ja viele solche Beispiele drin. Aber das Grundverständnis mit der Großwetterlage, das Arbeiten im Trend und dergleichen, das muss her. Ne? Und Benjamin, absolut okay, wenn du es anders siehst oder noch nicht so weit bist von deinem fachlichen Können. Übrigens, wir reden auch gerade nicht darüber, dass das jetzt ein garantierter Verlust oder ein garantierter Gewinn ist. Das reden wir nicht. Es geht einfach darum, wie ist denn die, Achtung, Wahrscheinlichkeit bemessen oder die Fachlichkeit, die hier im Hintergrund steht. Ich habe oft solche Stellen im Webinar, im Live-Trading, und ich hasse diese Stellen, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Short würde ich lieber gehen, ab und zu kannst du ein Longi rauskitzeln, wenn du sehr schnell und sehr nah am Markt bist, aber mit dem Wissen, dass du immer noch gegen einen Abwärtstrend stehst, in dem Moment, wenn du hier Long gehen willst. Ja? Deswegen nochmal, es gibt weit bessere Phasen. Okay. Micha, so, zurück zu dir. Der Benjamin, er hat ja, Achtung, es gibt ja nicht nur einen Grenzwert im Sinne von ja oder nein. Mhm. So läuft ja Trading nicht. Ja. Fakt ist eins, nicht das Short-Gehen ist falsch, was er hier gemacht hat. Die Stelle ist falsch. Ja. Und wenn hier unten einer schreibt, was richtig ist aktuell, erwartet, dann müssen wir ja die Folgefrage stellen. Warten heißt ja, irgendwann ist das Warten, oder noch anders gesagt, Warten heißt ja, worauf wartest genau. du? Genau. Worauf? Ja. Hier steht ja nicht, ich mache den PC aus und schmeiße ihn über Bord und sage, ich komme nie wieder und mache mein Handelskonto zu. Hier steht ja nur ein Button. Und die Frage ist, worauf? Und jetzt ist die Frage, worauf müssten wir denn in dieser Marktphase warten, wenn wir einen Trend handeln wollen? Frage in den Chat. Worauf müssten wir denn warten? Na genau, Benjamin, hast du selber jetzt geschrieben, oder? Ne? Ja, genau. So, das heißt, ich male das jetzt hier mal anders. Wir müssen darauf warten, dass das hier, was hier ist, irgendwie gerissen wird und ein Abwärtstrend entsteht. Und das kann sein, dass der Markt einmal das macht. Genau. Dann haben wir darauf gewartet. Es kann sein, dass der Markt noch hier rauf geht, noch solche Faxen macht und danach das macht. Genau. Wie auch immer. Sei's Achtung, Micha, genau das Letzte, was du jetzt gerade gezeichnet hast, das ist fast immer an diesen Stellen zu beobachten. Ich mache so viel Live-Trading und Zeug, ne? Aber ganz ehrlich, die Variante, die Micha gerade eben gezeigt hat, ist, der Markt zieht weit rüber, weit, und alle sagen, warum bin ich nicht long gegangen? Ja. Und dann eine Stunde später, dann kommt er zurück mit Macht. Das ist genau eine Ausformung, die ich jetzt nicht über saubere markttechnische Geschichte, Herleitung im Kopf habe, sondern rein durch die Erfahrung, die du im Trading kriegst, die der Markt gerne den Punkt 3 daraus nimmt. Ja. Das macht er gern. Deswegen, wer long geht, muss das wissen. Und wer short geht, muss warten. Ganz einfach. Ja. Und dieses Warten, das ist ja etwas, was ein fortgeschrittener Händler Stück für Stück hat. Er kann dieses Warten dahingehend definieren, dass er sagt, wo. Es ist ja keine Zeitverschwendung, was er macht. Er sagt, ich habe Geduld, bis das Bild besser wird. Darum geht es ja. Bis das Bild besser wird. Und das Bild besser wird, heißt, ich habe eine Idee von einem Bild, von einer Marktphase, von einer, also einfach wie das da drin, von einer Struktur, die sich jetzt in der Folge ergeben muss, damit mit dieser Großwetterlage ich mit meiner Shortseite was anfangen kann. Soweit einverstanden, ganz kurz in den Chat. Kurz noch, Micha, Benjamin hat nochmal geantwortet. Hier würde ich ihn unscharf handeln. Benjamin, jetzt schreib endlich dazu. Welchen Trend willst du handeln? Ja, willst du long oder short gehen? Und warum unscharf? Schreib das bitte rein. Bitte also, hier gibt es ja nichts unscharf zu handeln, weil es ja gar kein Abwärtstrend da. So was du hier nicht machen kannst, ist das unscharf. Achtung, wenn du das hier unscharf handelst und Stop hier drauf machst, wenn du das machst, dann Achtung, dann hast du eins gemacht. Du hast deine GWL auf einmal zur Signallage. Ganz genau, ganz genau. Das ist etwas, was du machen kannst, theoretisch. Ja. Aber praktisch heißt das, wo ist deine GWL? Das heißt, die läuft ja jetzt ins Leere und die musst du auch neu definieren. Also Achtung, dieses Trend, du machst aus der GWL die Signallage. Ein hervorragender Moment, wenn man das sehen kann, dass die GWL zur Signallage wird,
Im Endeffekt ist das der Startpunkt, wenn du kurzfristig oder wenn du nah am Markt dran bist und so eine Stelle findest und die dich jetzt in die übergeordneten Trend stellst und der rennt, dann hast du eigentlich einen perfekten Einstieg mit dem kleinsten Risiko und dem größten Ertrag. Aber der Fehler liegt einfach darin, das unscharf zu nehmen. Sag mal, hat mit GWL und sauberer Signallage ja eigentlich nichts mehr zu tun, weil du pfeifst ja auf die Signallage in dem Moment. Dann brauchst du gar nicht runtergehen. Du kannst, dann bleib gleich dort, wo du bist, ja. Aber nochmal, ja. Es also ist ein das, großes was Thema. Machen, sind große Themen. Das muss man wirklich machen. Das kann man jetzt an drei Bilderchen schlecht erklären, weil man, was wir jetzt machen, sind ja nur Ergebnisse bringen. Wir tun es jetzt schlecht fachlich herleiten. Aber immerhin doch hilfreicher, wie gar nicht darüber zu sprechen. Schauen wir mal weiter. Ich habe ein weiteres Beispiel, Jochen und ich. So, schaut mal. Der Klassiker. So. Achtung, so, jetzt. Denkt euch rein und überlegt, Händler A, B, C. Michael, ganz kurz, ich möchte kurz an die versammelte Mannschaft, an die neu dabei sind, die ganz frisch dazukommen sind. Ich weiß, viele Leute haben immer wieder geschrieben, wenn sie im Webinar waren, dass sie überhaupt nichts mehr verstanden hätten, es ging nur noch um Bahnhof. Bitte beruhigt euch, was wir hier machen, ist schon, sage ich mal, ein Schritt natürlich im fortgeschrittenen Bereich, wie Michael die Marktleitung erklärt hat, mit seinen Büchern aufgearbeitet hat, kann man alles lernen, kann man alles nachlesen. Ohne Werbung jetzt auf die Bücher oder so, sondern, aber seid nicht verwirrt, hört einfach mal zu, weil immer wieder kommen interessante Dinge, auch wenn ihr nicht alles verstehen mögt, ganz am Anfang, wenn er da steht. Bleibt also dran, vielleicht okay? Auch nochmal das, was der Jochen gerade sagt, ganz richtig. Das, was wir jetzt hier machen, haben wir ja der Jochen nicht deswegen rausgesucht, weil das ein Großteil der Drehs und dessen Fragestellung in den Drehs war. Genau. Das kommt ja jetzt nicht von ungefähr, dass wir diese Aufgaben hier mal haben. Genau so. So, wollen wir noch mal gucken. Moment, jetzt sehen wir nichts. So, wie sieht es aus? Also, wir haben die Großwetterlage. So, was ist die Großwetterlage? Haben wir einen Trend, ja oder nein? So, wenn wir einen Trend haben, was wir haben, ist die zweite Frage, wie ist die Marktphase? Wie ist die Phase, MP-Marktphase? So, da gibt es verschiedene Marktphasen. Und der Markttechniker muss mit der schnell und zügig zurechtkommen. Und diese Marktphase, ist die gut oder schlecht? Die ist dahingehend, für den, der long ist, gut, aber dadurch, dass wir einen Dreh suchen, ist sie schlecht, weil der Markt ist weit fortgeschritten. Ja. Das heißt, er ist deswegen schlecht, weil was zu erwarten ist, mit einem, je weiter ein Markt über die 2 ist, in der Großwetterlage, ist die große Korrektur ja immer wahrscheinlicher. Das heißt, also hier oben noch aufzuspringen, ne, die Party ist voll im Gange, er ist voll im Gange und du kommst als Letzter da reingedudelt und sagst, wo ist jetzt hier noch, was noch übrig? Ja, genau. Wo sind die Strumpfhosen? Ich habe das so oft gehabt, Micha, deswegen, ich finde das Beispiel göttlich. Ich mache halt immer diese Wunschanalysen und im Live-Trading. Und da war Bitcoin damals, ne? Bitcoin. Ein Aufwärtstrend senkrecht. Und du sagst, um Gottes Christtags Willen, ihr werdet doch da nicht reinspringen. Und die Leute springen rein. In Massen springen sie rein in die weit gelaufene Bewegung. Weißt du was? Und die läuft nochmal 3 Wochen weiter. Und nochmal 3 Wochen weiter. Und dann kommt sie massiv runter. Und dann schreien sie wieder alle. Und das ist genau das Thema, was hier drin steckt. Großes Thema, ganz großes Thema. Micha, ich gebe halt immer wieder meinen Senf dazu. Ich bin total begeistert von diesem Beispiel. Das sind schöne Beispiele. Und der Jochen hat völlig recht. Und wer kennt das nicht, wo er sagt, oh, es ging doch noch weiter. Aber darum geht es nicht beim Trading. Wo du sagst, ja, das kann noch ein Stück weitergehen. Und wenn du bei einer Party später kommst, kann immer noch sein, dass ein bisschen Buffet noch da ist und noch ein paar Mädels. Das kann ja alles sein. Aber im Großen und Ganzen kommst du zu spät. Du kommst zu spät. Besser wäre also hier nicht zu überlegen, kriege ich hier noch einen Dollar? Und Fakt ist, dieser eine Dollar hier, den ich mir hole, der ist doch viel, viel risikovoller, als hätte ich mir den Dollar hier geholt. So ist es. Darum geht es doch. Ja. Und darum geht es doch. So, jetzt gucken wir mal hier rein. Wie sieht es aus? Jetzt gibt es einen Händler, der sagt, ich gehe hier oben long. Ja. Weil da ist ein Aufwärtstrend, das Wasser, und er geht an den Punkt 2 long. Genau. Stop by. Ich sage, ja, okay. Wir wissen jetzt hier nicht die Handelsausrichtung. Jetzt stell dir mal vor, er würde hier einen Trend handeln. Dann ist das fachlich Panne. Also schlimmer geht nicht. Und wenn er Plus macht, ist es noch schlimmer. Ja, genau. Weil er vielleicht nicht merkt, was er falsch gemacht hat. Ja, ganz genau, so ist es. Wenn er da noch Plus macht, ist es noch schlimmer. Ein bisschen besser, wenn einer sagt, du, pass auf, aufgrund dieser Großwetterlage bin ich nicht mehr bereit, den Trend zu handeln. Ja. Das heißt, meinen Stop hier unten hinzulegen. Weil wer kennt es denn nicht?
Der Markt habe ich unten am Stop, die drei, also die drei, den Stop am Markt, so rum. Und jetzt macht der Markt hier rauf und ich sage, ey Leute, guck mal, was erzählt ihr mir denn für einen Quatsch? Guck mal, wie weit ich im Plus stehe. Guck mal, wie weit ich im Plus stehe. Ich weiß gar nicht, ob man das noch sieht, wie weit ich hier hochmache. Was diese Nummer? Ja, ganz genau. Ich sag, ganz so, und wo genau ist jetzt dein Buchgewinn hin? Den konntest du nicht sichern, der Klassiker. Wer kennt solche Drehs in einer fortgeschrittenen Großwetterlage, wo ich so einen Buchgewinn habe, aber der Stop kommt nicht hinterher. Ah ja, klar. So, das machst du 2, 3, 4, 5, 10 Mal. Die Lernkurve ist hier sehr, sehr hoch. Und eine Begründung in der Lernkurve, also weil sie sehr hoch ist, könnte sein, dass einer sagt, wenn ich schon unbedingt handeln muss, dann doch besser wenigstens den Bewegungshandel. Einfach nur aus dem Grund heraus, sollte der Markt doch noch weiter durchstarten, was er ja kann, dann sind meine Stops wesentlich schneller dran. Dann sollte der Markt jetzt sausen, dann fliege ich wenigstens hier oben irgendwo raus. Ja. Oder Ausbruchshandel. Wegen. Ah, ja. Ja. Aber so, kommt aber sagt, auch darauf an, wie sich das aufbaut dann. Ne? Ja. Hm. Einer sagt, ich mache hier oben gar nichts mehr. Okay. Da bin ich dabei, ja. Okay. Der Nächste sagt, ich gehe hier unten short. Interessant. Nehmen wir mal einen handelnden Trend runter. Sag, pass auf, wenn der Markt hier runterkippt, ist das eine 3. Angenommen, er würde fachlich auch gut sein, geht es oben drüber, würde er den Stop hier rausnehmen und würde dann bei dem nächsten dasselbe wieder machen. Also er will unbedingt die 3 handeln, wenn sie denn entsteht. Angenommen. So, wie sieht's aus? Fachlich gut oder schlecht? Fakt ist eins, er handelt sich in die Korrektur rein. Und das mit einem Trend. Ja. Nee, also Frage in die Runde, Trendhandel in die Korrektur hinein, ja, nein, vielleicht? Nein. Nein. Also ich bleibe bei nein. Nein. Also ich hasse das wie die Pest. Ja! Ich hasse das wie die Pest, weil was passiert, der Klassiker, ja, der Markt rauscht hier runter. Ich denke, oh, hätte ich lieber doch gemacht. Und dann passiert was? So geht genau. Der Markt nach oben genau. Und du fliegst hier oben raus. Und das war die schönste Korrektur, die du dir vorstellen kannst. Und du hast die schönsten Gewinne, die du dir vorstellen kannst. Und nichts von alledem. Genau. Nichts von alledem ist dir auf dem Konto gelandet. So nicht, ist es. Nicht schön. Also. Sie ist ein großes Problem, nochmal. In dem Live-Trading, was ich mache, wenn ich zum Beispiel genau die Konstellation, wie du sie gerade zeigst, dass ich sage, ja, also long gehen will ich nimmer, weil übergeordnet macht es keinen Sinn. Short gehen will ich aber nicht, weil ja immer noch ein bestehender Aufwärtstrend gegen mich steht. Und dann kommt immer im Chat dort dann die Antwort, ja, aber dann nimm doch den Aufwärtstrend, den du hier gerade siehst. Und das ist genau der Part. Und jetzt beginnst du in dem Bereich zu arbeiten. Und wie der Micha sagt, die Stopführung kommt doch aber über die Ausrichtung des Trades. Und wenn du jetzt beginnst, also hin und her zu springen, verschiedene Ausrichtungen gar keine zu haben, kommt genau eine Ergebnislage raus. Nämlich du hast von 10 Trades, laufen 2 weiter. Du nimmst schnell deinen Gewinn, fühlst dich wie der König, gibst aber mit den anderen 8 wieder ab. Das ist genau das, ja, weshalb so wichtig ist, diese wiederholbare, beständige, möglichst immer gleiche, gute Wahrscheinlichkeit im Rücken zu suchen und mit der erst zu handeln. Auch auf dem Minutenchart. Wirklich. Auch auf Minutenchart. Es ist ja so, das, was der Jochen sagt, jetzt stellt der eine oder andere, der länger dabei ist. Ich mache mal hier einen Strich. Jetzt denken wir uns mal das hier alles weg. Wir denken uns mal das hier weg. Hm. Ein Trading-Anfänger kennt ja nur das. Ja. Er kennt nur die Signallage. Und dafür gibt es nur, gehe ich jetzt long oder gehe ich jetzt short? Weil 3 Minuten später steht der Markt höher oder niedriger. Also ist doch die Frage, gehe ich jetzt long oder short, völlig berechtigt. So, das ist also die Frage, wo geht der Markt hin? Wenn ich aber das hier hinten mit hinzunehme, dann ist die Frage, wo entsteht Bewegung? Und das ist halt eben dieses Wo. Das heißt, mein Trade bekommt etwas, was ich als Trading-Anfänger Ihnen ja nie mitschicken konnte. Keiner von uns konnte das am Anfang. Ja. Nämlich eine Sinnhaftigkeit. Das heißt, jetzt tue ich wirklich auf etwas spekulieren, nämlich die Frage, wer kauft nach mir? Macht das alles Sinn, dass ich berechtigterweise Hoffnung habe, dass der Markt weiter rauf geht oder runter geht. Ansonsten ist es das klassische Spiel auf Zeit, was man macht. Genau. Das Trading-Anfänger-Spiel auf Zeit. Mal sehen, ob einer kommt oder nicht kommt. Und wenn nicht, dann habe ich auf einmal, obwohl es eigentlich nur ein Tick-Chart-Trade war, auf einmal doch Minuten, Stunden, Tage, auf einmal Wochenzeit. Das wird schon so werden, wie es sein soll. Alles und, darum geht es. Und vor allem der Wiedereinstieg kommt ja über dieses Thema. Das ist das Allerwichtigste. Ja. Weil wenn ich eine gute Kombi habe aus GWL-Signallage, ja, dann steige ich doch 3 oder 4 Mal ein und nässe mir nicht die Hose. Wenn ich rausfliege, habe ich aber schon, ist als fortgeschrittener Trader, die Kacke am Dampfen, dass ich mit dem verletzten Ego und einer scheiß Signallage beginne, ständig beim Rausfliegen wieder reinzugehen.
Jesus, das sind genau die Teile, die entstehen, wenn du das nicht drauf hast, sage ich jetzt einfach mal. So, genau. Micha, weiter zu dir. Also hier schreibt auch einer, gell, aus dem Arbeitsbuch die Frage, genau. Ja. Guck. Also wenn ich hier unten nicht short gehe, dann kann ich es hier unten erst drehen. Also wenn ich diese beiden taktischen Sachen unterscheiden müsste, noch vergleichen muss, dann ist das hier natürlich noch fachlicher falsch, gell? Jo, weil da unten ist ja gar kein Trend. Beziehungsweise sollte der Markt hier runtergehen, ist es zwar ein Trend für den Fall, dass das die 3 ist, aber dann ist er ja weit in die Bewegung reingerutscht. Genau. Ja, dann wäre also das hier taktisch immer noch mal das Bessere, wenngleich im Gesamtbild wird es auch nicht besser. Gut, nächstes Beispiel, auch wieder die Kurzfassung, schaut mal. So, die beste Variante, schaut mal hier. Entschuldigung. So, schnell und zügig. Oh, richtiger böse, böse da, da kommen sie jetzt alle von einer bestimmten großen Webseite und sagen, oh, Schulter, Kopf, Schulter. Ja, genau. Sorry, das musste sein. So. Denkt euch mal rein. Also, fangt hier drüben an. GWL, was sieht's aus? Ja, nein, vielleicht. Ah, der Chat 4444. Oh, da haut es die Vieren rein ohne Ende. Der Trading-Anfänger macht, also vielleicht kannst du eine oder andere nachvollziehen, Jochen. Es ist ja so, oftmals fängt man ja als Trading-Anfänger immer. Man fängt ja wo an? Immer in der Signallage, weil man ja nichts anderes kennt. So. Das heißt, hier drinnen fange ich jetzt an, rum zu analysieren. Und gib mir richtig viel Mühe in der Signallage, irgendwas zu sehen, was vielleicht auch da ist. Was ich dann ungern mache, ist das drüben in der Großwetterlage dann abgleichen, weil es könnte ja dann sein, dass da drüben, so wie hier, gar nichts zu holen ist in der Großwetterlage. Ich habe aber gerade vorhin eine halbe Stunde, ich übertreibe, im Chart rumgemacht und jetzt soll meine halbe Stunde Zeitarbeit für, naja, einfach hinüber sein. Dann würde ich mir natürlich eher bereit sein, in der Großwetterlage irgendwas zurechtzulügen. Ja, genau. Weil ich habe mir so eine Arbeit gerade gemacht. Ja, also, genau. Einfacher ist es natürlich, und der eine oder andere Fortgeschrittene weiß das ja auch, ich gucke gleich in die Großwetterlage, wenn da nichts ist, mache ich mir hier überhaupt nicht erst die Mühe. So ist es. So, das heißt also, was haben wir hier in der GWL gehabt? Wir hatten einen super Trend gehabt, der an der Stelle hier gebrochen ist, und wir befinden uns aktuell im Niemandsland. So ist es. Ich kann das nicht bestimmen, ich kann das nicht bestimmen. Vielleicht wird es ein Punkt 2. Genau. Ja, vielleicht wird es auch ein Punkt 2. Auch ja. Jetzt kann ich einen Münzwurf machen oder ich kann mich an den Spruch erinnern mit der Strumpfhose oder. Und ich kann einfach sagen, es ist mir völlig boogie, was hier drin ist. So. Es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Ich weiß nicht, was das hier links ist. Auf zum nächsten Marktende aus. Ich muss mich also gar nicht mit dem Detail jetzt hier auseinandersetzen, und wir würden es an der Stelle auch nicht machen. Aber wenn du das machst, wenn du Wunschmärkte analysierst und sagst, können wir weitergehen? Können wir bitte diesen Markt links liegen lassen? Ich sehe nichts. Dann sind die Leute entsetzt, weil ja der gleiche Markt von Trader A, Trader in B, ARD, Börse im Ersten und von sonst irgendjemand mit schwurbeligen großen Fundamentaldaten und geostrategischen Entscheidungsmerkmalen besprochen wurde. Ja, und dann denken die Leute, du beleidigst sie her. Es ist der Hammer, da wirst du dann hergeschumpfen, wie man denn so arrogant sein kann, wenn man sagt, ich sehe nichts, gehen wir zum nächsten Markt. Und jetzt erkennst du mal, wie die alle dran kleben im Niemandsland und sich in Trendbrüchen zu Tode traden und dann nach 2 Monaten sagen, das ist Rein-Raus-Trading, das kann nicht funktionieren. Es gibt eine Menge Marktteilnehmer draußen, die verstehen den Börsenhandel wie so eine Art Sudoku. Also ja, sehr gut, genau. Doch zu lösen sein. Ich sage, nein, Börsenhandel ist kein Kreuzworträtsel. Es kann sein, dass du sagst, ich weiß es nicht. Fluss mit 4 Buchstaben. Auto, Marke mit 4 Buchstaben. Gepper. Ja, okay, das mag ja gehen. Aber das hier gerade nicht. Gut, auf zum nächsten. Also hier diskutieren wir gar nicht weiter. Ich betone nochmal, hoffentlich, ist, sondern weil das so grottenschlecht ist, dass wir es hier drinnen mit keiner Diskussion fachlich herausreißen könnten. Ja, ich habe doch Gewinne gemacht. Guck doch, ich habe doch eine riesen Performance. Was ihr erzählt, ist scheiße. Ja. So, nächste Variante. Kommt schnell und zügig. Das ist ein fieses. So, wir geben jetzt mal ein bisschen Gas, weil ich habe noch eine Menge andere Aufgaben. Micha, ich klinke mich kurz aus, bin gleich wieder da. Jochen, kommt die Pizza heute schon her? Nein, aber meistens um die Uhrzeit. Ich muss kurz was Privates tun. Bin gleich wieder da, ja? Danke dir. So, ich mache hier weiter mit den Jungs. Also, schaut mal, wie sieht die Großwetterlage aus? Fakt ist eins zumindest, wir haben ja jetzt erstmal einen Trend. Der ist ja definitiv da. Hier eine kleine 2, eine größere 2, 3, 3. Also, es ist ein Trend. Der wiederum hat welche Marktphase? Er befindet sich im Vergleich zu der vorigen nicht weit in der Bewegung, sondern in der Korrektur.
keine Ahnung, wie weit sie geht, aber solange wie sie nicht hier irgendwo in dem Bereich runtergeht, ist ja alles okay. Das heißt, das ist alles Korrektur und hier drüben kommt eine neue Bewegungsast. Aber all das ist ja aktuell nicht vorhanden. Also das haben wir ja noch nicht, das haben wir nicht. Wir sind einfach in der Korrektur, in der GWL. Das heißt, in der unsaubersten aller Phasen. Markttechnisch ist das ja hier weit Markt, also mit verschiedenen Eigenschaften erklärbar und was das hier die Schwierigkeit in Korrekturen ist. Nichtsdestotrotz kann untergeordnet was natürlich entstehen, ein Trend. Natürlich, mal mehr, mal weniger sauber. Jetzt gibt es einen Händler, Moment, ich mache das nochmal alles sauber. Jetzt gibt es hier also einen Händler, Händler A, der sagt, ich gehe hier oben, stop by und handle den Trend. Nun gut, gehen wir mal schnell hier ins Detail rein. Frage, wäre hier oben überhaupt ein Trend auf der Long-Seite vorhanden, ja oder nein? Also egal mal, ob das generell hier richtig ist, den Trend. Fakt ist eins, das hier ist eine 3 und keine 2. Also das ist sowieso falsch, was er hier macht. Egal, die Begründung macht es nicht besser. Wenn hätte er es hier oben reinstellen müssen an der 2, dann wäre es ja wenigstens vernünftig. An der Stelle gar nicht. Oder aber er hätte hierauf warten müssen. Hat er alles nicht. Also das ganze Ding hier ist einfach nur eine Katastrophe. Okay? Abgesehen davon handelt er den Trend. Gut, könnte man überlegen, ob jetzt hier bereits, wenn er hier drinnen den Trend nach oben handelt, er davon ausgeht, dass das Stückchen Korrektur ausreicht, um diesen ganzen Bewegungsast abzuarbeiten. Das ist jetzt noch ein bisschen was anderes. Da können wir markttechnisch sehr tief reingehen, im Sinne, wie weit müsste eine Korrektur laufen, damit wirklich der Markt jetzt hier untergeordnet auch bereit wäre, mit einem Aufwärtstrend dieses als solches zu bestätigen. Nun gut. So, er macht hier was? Er handelt Market Stop, also er geht sofort short und sagt, ich handle den Trend runter. Das wäre zumindest mal nicht ganz, ganz, ganz Panne, zumindest taktisch, was er macht, weil er handelt sich in diesem bestehenden Abwärtstrend in die Korrektur rein, mitunter setzt er seinen Stop hierher. Jetzt ist es nur so, bei dieser Großwetterlage hier muss er sich einfach klar sein, er handelt sich in die Korrektur rein. Das heißt, dieser Trend ist mit Sicherheit von allen Trends, die es gibt, möglicherweise der kürzeste, weil es eben nicht in dem Bewegungsast ist, sondern nur in der Korrektur. Nun gut, sage ich gleich nochmal was dazu. Der Händler hier unten, der geht hier unten Limit Buy und handelt den Trend. Wenn wir das fachlich benoten müssten, Node 1 bis 5, wir sind nicht in der Schweiz, wir sind in Deutschland, 6 haben wir ja hier. Was ist das hier für eine Node fachlich? 666, gell? Also gut, sind wir uns alle einig, gell? Weil, ich kann es ja nicht mal erklären, weil wir haben einen bestehenden Abwärtstrend, wo er an dessen Punkt 2 auf der Short-Seite sagt, ich gehe long und handelt einen Trend. Wenn er einfach long gehen würde und sagt, ich gehe hier unten irgendwo mit einem fachlichen, unscharfen Stop ran, in der Hoffnung, dass es raufgeht, ja, aber das ist ja irgendwie nicht das, was er da scheinbar macht, weil erstens hat er keine mehrere Orders drin, dass man sagt, er geht gestaffelt rein. Und dann wiederum ist das alles ja gerade hier und nicht hier unten. Also irgendwie ist das auch nicht so richtig gut, was er da macht, mit Limit Buy sich in einen bestehenden Abwärtstrend reinzukaufen, was vielleicht lockt, weil ich sage, auf der Long-Seite müsste ja der Markt hier irgendwie weiter, naja, da hoch. Aber ob das in dieser aktuellen bisschen Korrektur schon ist, sei es mal drum. Also wenn überhaupt, dann die Bewegung hier, das ist interessant dahingehend, weil Achtung, er handelt die Bewegung. Er handelt nicht wie er hier oben den Trend, sondern die Bewegung. Das heißt, in diesem Abwärtstrend, der ja einfach vorhanden ist, sagt er, ich kaufe mich in die Korrektur rein und handle hier Bewegungsast nach unten, irgendwie Stops, was weiß ich, wie sie dann laufen, sei es mal drum. Und in der nächsten Korrektur ist er raus. Das wäre also fachlich momentan von diesen vier. Und ich betone nochmal, der eine oder andere sagt, hey, es gibt ja noch 100 andere Varianten. Ja, die gibt es. Aber ich kann ja jetzt rein platztechnisch nur 4 drauf machen. Melde mich zurück. Also dieser Händler hier, Jochen ist zurück. Ja. Wäre dieser Punkt 4 jetzt hier die beste aller Varianten? Den Trendhandel geht nicht. Bewegungshandel, einverstanden. So, sehen Sie die anderen auch so? Ja. Warte. Also hier hat einer jetzt hingeschrieben, ja, Trend, Achtung, das sind die Handelsausrichtungen, gell? So, gut, nächstes. So, Achtung, komm, wir haben noch ganz viele Aufgaben. Ich mache jetzt mal blöd. So. So, jetzt die schlechteste Variante. Ist immer so, wichtig. Achtung. Ja, genau, die schlechteste ist auch. Was müsste ich tun, damit Gott und die Welt sagt, Alter, was hast du? Also, das geht ja gar nicht. Leute, wir lachen nicht aus Arroganz, wenn jemand sich vielleicht wiedererkennt, sondern wir erkennen uns ja selbst wieder, nämlich auch nicht in diesen Dingen, wenn du dann Trades machst. Es ist nämlich sehr wichtig zu erkennen,
wenn etwas ganz, ganz schlecht ist. Aber wenn du ständig daran arbeitest, zu sagen, ja, wie kann ich meine Einstiege, Aufstiege verbessern, dann kennst du ja irgendwann den Part, wo du es möglichst gar nicht verbessern kannst, weil es so übel ist. Das ist ein wichtiger Part, was Micha mit den Bildern da macht. Für alle, die es nicht kennen, ja? Okay. So, na los, schnell. Du musst das mal durchsprechen. Also haben wir hier drüben einen Trend, definitiv, oder? Ja. Punkt 2, Punkt 2, Punkt 2. Und der Markt ist in der schönsten aller Phasen. In der schönsten aller Phasen, weil wir sind in einer fortgeschrittenen Korrektur, weit ausgeprägt, jetzt am Anfang einer neuen Bewegung. Ja. Also die Großwetterlage könnte jeder Handelsausrichtung, aber zumindest für die, die Trend und Bewegung handeln, schöner nicht sein. Einverstanden? Ja. Also das davor, da würde ich zu dir sagen, jetzt ist ein Leckerbissen. Also wenn ein Schwung weniger wäre. Okay, jetzt kann der eine oder andere sagen, okay, guck mal, weil es schon weit fortgeschritten ist. Einverstanden. Ja, aber weit jetzt rein von der Lage, das wäre dasselbe, wenn die Ausbildung hier wäre. Ja, gell? Sofort. Einverstanden. Ja. Das wäre jetzt einfach nochmal, dass man sagt, dass man die GWL nochmal durchstrukturiert und sagt, okay. Einverstanden. Gell? So gut, jetzt gibt es einen Händler, der sagt, hier, ich gehe hier oben long. Und Achtung, vergleichen wir mal Händler 1 mit Händler 3. Ein anderer sagt, ich gehe hier long. Welcher ist von dem Händler 1 und dem Händler 3? Wer wäre taktisch der Bessere? Wer wäre taktisch der Bessere zwischen 3, 1 3, und 3? 3, 3, 3, 3, 3, 3. 3. Weil selbst 3, wenn der Markt hier drüber geht, dann ist das ja richtig, dass an dem Moment ein Aufwärtstrend sich neu aufgezogen hat, der ja an der Stelle hier gebrochen ist. Ganz genau. Ja. Nur was der Händler 1 macht ist, obwohl es ja so gesehen richtig ist, ist er aber weit in der Bewegung reingekommen. Das macht er hier ein bisschen besser, weil er sagt, dann lass mich doch wenigstens an der zweiten 2 reinkommen. Also wenn ich die beiden vergleiche, dann ist er hier unten der aktuell der Bessere. So, der andere sagt, ich gehe an der anderen 2 hier rein und setze mich und handle die Bewegung. Auch gut. Mhm. Und ein anderer sagt, nur Moment, ich warte. Jetzt müsste man einfach fragen, worauf? Und wenn er sagt, naja, das sieht jetzt alles so grottig aus, ich will das echt nicht handeln, dann wäre das Warten auf ein Worauf echt schlecht. Wenn er sagt, ich warte darauf, bis der Markt das oder das oder das macht, also jetzt ist dieses Warten eine Frage, worauf wartet er? Darauf, da findest du mich oft, da findest du mich aber oft, weil ich habe speziell bei der 4, habe ich festgestellt, auf den kleineren Seiteneinheiten, es kommt auf den Markt auch drauf an, kriegst du oft eingeschenkt. Weil der Markt trendlos ist auf der Signallage. Ich weiß, übergeordnet ist er ja im Trend. Wir haben hier noch nichts in der Signallage. Ja, genau, halten, genau, ganz genau. Von dem her gesehen, das Warten auf das, was du gerade gemalt hast, wenn ich weit genug wegklicke vom Punkt 2, in Richtung des Übergeordneten, dann könnte ich sogar sagen, ich warte mal, weil eine Zwischenkorrektur könnte reinkommen, wenn der erste Aufwärtstrend auf der Signallage entstanden ist. Vielleicht liege ich falsch aus deiner Sicht, aber ich mache das oft so. Nein. Okay. Also wir haben hier in der Signallage im Vergleich zur Großwetterlage eben nichts. Verdenk doch mal an die anderen Bilder. Da war die Signallage toll und die Großwetterlage schlecht. Jetzt ist die Großwetterlage gut, aber die Signallage ganz genau. Ganz nur ist es so, dass in der Signallage mein Warten ja schneller vorbei ist wie in der Großwetterlage. Das also stimmt. Der übergeordnete Trend, untergeordnete. Und jetzt muss ich einfach sagen, ich warte worauf? Je nach Handelsausrichtung eben, dass sich hier ein Trend etabliert. Das wäre jetzt. Während die ersten hier oben aufspringen an der 2, gibt es den einen oder anderen, der sagt, boah, komm, lass mich jetzt mal schön in die Korrektur mich reinkaufen. Er kommt dann halt mit der zweiten Welle geflogen. Ja, okay, genau. Ist dann auch gut. Die zweite Angriffswelle, wo er nachher mitmacht. Das heißt, er geht jetzt in den Trend hier drinnen taktisch rein und holt sich aus der Großwetterlage das hier. So, der Nächste sagt, natürlich gebe ich recht dem Guido, was ich auch gerade im Chat sehe. Natürlich kommen wir jetzt an der Stelle auch an ein... Also klar, das ist verschränkt und in dieser Kürze der Zeit nicht machbar. Aber wenn ich diesen Punkt 2 hier handle oder wie auch immer, dann habe ich ja hier noch einen etwas größeren Punkt 2 vor mir. Ja, verschiedene Trendgröße und der wiederum ist ja erheblich kleiner immer noch wie dieser Punkt 2. Also so gesehen könnte es sein, dass wir hier 3 Trends vor uns haben. Da gebe ich recht. Ja, je nachdem, wie engmaschig man das sieht, dann alles. Okay, also das mal dazu. Auch mal ganz interessant, nur mal diese Situation zu sehen. So. Also mir macht es Spaß. Und jetzt eine kurze Zusammenfassung. Also, nur, also
Wie gesagt, da können wir Hunderte machen und auch in dem großen Seminar, was wir jetzt machen, dann wird das ja alles hergeleitet in verschiedene Varianten, aber jetzt nur mal so zum Mitnehmen gedanklich mal. Worum es mir jetzt nur geht und dem Jochen ist völlig klar und das ist ja das, was wir auch bei der einen oder anderen, deswegen haben wir ja die Aufgaben jetzt nur mal zum Spaß hier so mit rein, jetzt kommen ein paar andere Themen, auch genauso machen wir es. So, dass jeder, je nachdem, der eine Händler macht gern Trendhandel, der nächste gern Bewegungshandel, der nächste gern Ausbruchshandel, wie auch immer. Fakt ist eins, nicht jeder hat dieselbe übergeordnete Marktphase, die ihm wichtig ist. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Das heißt, die Sinnhaftigkeit für einen Trendhandel ist übergeordnet eine ganz andere wie im Bewegungshandel, also nicht ganz anders, aber ein bisschen im Detail Bewegungshandel wie beim Ausbruchshandel. Das heißt also, nicht jeder Händler wird dieselbe übergeordnete Großwetterlage präferieren, sondern je nach seinem Handelsstil hat der eine den Fokus den oder den. Und wichtig wäre nur, dass ihr für euch Stück für Stück, jetzt nicht wegen den drei Aufgaben, nur weil wir es mal hatten, aber generell natürlich innerhalb der Markttechnik versteht, Stück für Stück, mein für mich relevantes Wo, was ein ganz anderes Wo sein kann wie bei meinem Nachbarn, rauszufinden und mich mit dem immer besser auszukennen, damit ich dann dort in diesem Wo meine taktische Orderlage mit Limiten, mit Stops oder Market schön drin rumagieren kann, dass das immer wieder denselben Rhythmus hat. Gut. Der Mike schreibt, ich weiß nicht, ist jetzt eine Diskussion zwischen den Teilnehmern, aber er schreibt nicht unbedingt, Periodenschlusskurs ist entscheidend. Das ist mir ins Auge gestochen, Mike und Micha. Periodenschlusskurs ist entscheidend. Es ist so, es gibt Trader, die unterschiedlich das Über- oder Unterschreiten von Hochs und Tiefs angehen. Manche sagen, ein Trendbruch ist erst ein Trendbruch, wenn die Periode unter dem Punkt 3 geschlossen hat. Andere sagen, ja, wenn das zurückfedert, ist immer noch intakter Aufwärtstrend. Das ist zum Beispiel eine Grundsatzfrage. Wenn das ist das Thema ist, was du beschrieben hast. Ich sage so, ob die Periode geschlossen ist oder nicht, zur Trendbestimmung selber, kann ein hier das Thema sein. Sondern du hast ein Tief oder ein Hoch und ist der Trend intakt oder nicht intakt. Ich hoffe, ich greife nicht zu weit gerade. Genau. Also dieses Thema Schlusskurs, das hat ja zwei komplett unterschiedliche Ebenen. Ah, wegen Innenstäben, sagt er. Entschuldigung, alles da. Okay. Also okay. Es ist was anderes, ob einem Punkt 2 der Markt hier, hier, hier oder hier schließt. Ist ein ganz anderes inhaltliches Thema, wie wenn ich im Bewegungshandel unterwegs bin und habe jetzt hier Innenstäbe und jetzt schließt der Markt hier, hier. Gell? Ja. Das eine Thema ist das Thema Innenstäbe. Ich schreibe mal IS. Kann man das hinschreiben, Jochen? Ich hoffe es, ja. Ja, machen wir IS. Und das andere ist hier der Trendhandel, Punkt 2. Und da die Frage, muss er drüber oder drunter schließen? Also hier wird ja oft gesagt, er muss drüber schließen oder weiter, weil es eine andere Nummer, gell? Das sind zwei unterschiedliche Themen, die im Grunde jetzt erstmal völlig getrennt voneinander sind. Junge, wir haben es aber heute. Wollen wir mal gucken. Das nur mal kurz dazu. Jetzt für die, die etwas fortgeschrittener sind, für die anderen, die wird es auch verständlicher sein. Tun wir mal das Ganze. Achso, hier nur eine kurze Zusammenfassung. Dass diese mit diesem Bild, mein Trading hat sich sehr verbessert. So sehen wir es als Trading-Anfänger. Wenn wir nur auf die Signallage gehen, dann ist das Bild eine ganz klare Aussage. Und so sehen wir es, wenn wir die Signallage mit dazu nehmen. Das ist eine ganz andere Logik. Nochmal. Das ist das, wie wir oft traden ohne Großwetterlage. Wir tun uns also das so und so zusammenschieben und das wäre das Bild mit Großwetterlage. Auf einmal kriegt das da oben überhaupt keine Sinnhaftigkeit. Das ist Sinnhaftigkeit. Frage, kann der eine oder andere hier drinnen seine Trades wiedererkennen? Ja, klar. Wir haben es halt ISSS, Dnieper, Zets, ach, Strumpfhosen. Ja. Ja, heutzutage alles bist russisch, ja aber. Alles russisch, alles ja, aber russisch. Heutzutage weiß ich aber auch nicht mehr, ob das eine moderne WG ist, die wir da gerade sehen. Aber nochmal. Apropos moderne WG. Im Grunde aufpassen, Jochen, weil du sagst, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, gestern hat mich da ein. Ich dachte, ich glaube das nicht. Wir müssten unsere Teilnehmer ansprechen mit Herr, Damen und. Divers. Die Deutsche Bahn hat es nicht gemacht und hat jetzt den Prozess verloren. Kam da irgendwo, irgendein Arzt mir gesagt, ich sage, jetzt sind sie so total doof. Ja, ja, und übrigens. Im Buchungsformular der Deutschen Bahn gibt es nur Mann und Frau und nicht das S. Einer hat gesagt, ich fühle mich als, ich weiß noch nicht, was ich bin. Es ist ja soweit okay, aber er meinte, das hätte im Buchungsformular sein müssen. Also. Meine Oma hat immer zu mir gesagt, ich gebe dir gleich eine, dass du nicht mehr weißt, ob du Männlein oder Weiblein bist. Jetzt, so jetzt kennst du den Zustand.
Also, aber dann, wenn wir damit anfangen, müssen wir auch die richtigen Pronomen benutzen. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Ja? Aber komm, zurück zu Dingen, die erfreulicher sind. Also, passt auf, nächste Stufe. Jetzt gehen wir eine Stufe höher. Einverstanden? So, seid ihr noch dabei oder war das jetzt nicht? Jetzt geht's los. So. Okay, machen wir ein bisschen schwieriger. So, passt auf, mal losgelöst von den einzelnen Ein- und Ausstiegen. Losgelöst von den einzelnen Ein- und Ausstiegen im Chart. Ja. Jetzt hier nur mal so rumgemalt. Nur mal rumgemalt. Ist ja oftmals das, was um 14.30 Uhr das Todesurteil ist. Ja, weniger dieses Hilfe, ich habe da irgendeine falsche Linie reingemalt, sondern was anderes. Nämlich das Thema oftmals Geldmanagement. Auch hierzu habe ich ein paar Aufgaben für euch mal. Das heißt, das war ja auch oftmals eine Frage zu immer. Den 18 Sendungen. Ganz oft. Ja. So, Achtung, wir wollen jetzt nicht das Thema erklären. Das ist jetzt hier in zwei Folien. Ich mache ein paar Aufgaben dazu. Das ist sehr interessant. So, das heißt also die Frage, wie viel Kapital soll ich einsetzen oder wie viel Prozent soll ich riskieren? Das ist alles soweit ja okay. Wenn ich hier oben nichts riskiere, jetzt nur zwei Sätze für die, die neu drauf sind. Also wenn ich gar nichts riskiere, mache ich mein Konto zu. Ich kann auch alles, Haus, Hof und meine Frau draufsetzen und all in gehen. Okay, soweit einverstanden. Und die Frage, wo halte ich mich hier zwischen halt auf? Darum geht es ja beim Risiko pro Trade. Jetzt gibt es hierzu, aber Achtung, natürlich tausende, wo geht denn das? Tausende Möglichkeiten, Ideen und Gedanken. Die wollen wir jetzt nicht durchsprechen. Ich habe hier nur ein paar mitgebracht. Wonach man das berechnet alles. Das ist alles richtig, das ist auch wichtig. Das ist alles wichtig. Nur ein paar sind hier, ja? So. Nur ist es so, es gibt ja bei dem ganzen Risiko- und Geldmanagement, so gesehen aus meiner Sicht, und der Jochen wird es genügend bestätigen, weil das sein Hauptthema mit ist, eine Theorie und aber eine dennoch angewandte Praxis. Oh, zwischen Theorie und Praxis ist ein himmelweiter Unterschied. Welten. Und die Geburtsstunde von allen, das Geldmanagement ist natürlich die Reihenfolge der Trades. Wenn ich die Reihenfolge der Trades wüsste, wann Plus und Minus kommt, bräuchte ich ja überhaupt kein Geldmanagement. Wenn ich weiß, die ersten drei Trades immer früh sind falsch, also Minus-Trades, dann ja, das ist ja weg. Dann brauchen wir nicht über Geldmanagement reden. Und wenn ich weiß, der vierte ist immer der Gewinner, dann auch kein Geldmanagement, all in. Aber all das weiß ich ja nicht. Und es darf nicht vergessen, es gibt bei dem Geldmanagement aus der praktischen Anwendung ja immer noch den Nutzwert versus Wiederbeschaffung. Das hatten wir mal in irgendeiner von den Sendungen, ich weiß nicht in welcher, in irgendeiner. Was der Grund dafür ist, warum das Thema Geldmanagement bei vielen zu Recht, ich betone, Ausrufezeichen, zu Recht, stiefmütterlich behandelt wird. Weil jemand, der ein 1.000-Euro-Konto hat, irgendwie Trading, was will denn der mit Geldmanagement anfangen, wenn er neben diesem Nutzwert und dem Wiederbeschaffungswert, der in dem Fall bei 1.000 Euro ja so gesehen diametral zueinander stehen, was soll er denn jetzt mit 1% Risiko anfangen? Ja. Da kannst du dir am Ende des Tages ja nicht mal ein warmes Essen leisten. Das macht keinen Sinn. Da lieber blase ich das Geld weg und kann es ja schnell wieder beschaffen, die 1.000 Euro. Hauptsache, ich habe einen hohen Nutzwert. Das hatten wir da mal ausführlich dargestellt. Das heißt also, es gibt da verschiedene Theorie und Praxis, warum das zueinander klemmt. Das soll nicht unser Thema sein. Aber ich habe hier mal ein paar schöne Beispiele mitgebracht, wo wir was sagen können. Ach, du heiliger Bimbam. So, schaut euch mal an. Wir haben jetzt hier vier Händler, derselbe Aufbau. So, jetzt müsst ihr nur mal ein bisschen näher ran. Ich hoffe, man kann es lesen. Ja. So, 1, 2, 3, 4, genauso. Jeder hat dieselbe Situation, einverstanden? Ist jetzt Entschuldige, jeder hat eine unterschiedliche Situation, das spielt aber gar keine Rolle. Achtung, die sind unterschiedlich, die Situation. Wichtig ist, der Händler jeweils hat einen unterschiedlichen Kontostand. Und welcher von den vier macht Harakiri? Harakiri, gell? Ich wollte sagen. Harakiri. So, er handelt bei diesem Kontostand diese Größe, einverstanden? Geht hier unten, also Short auf 27 und setzt hier oben seinen Stop auf 28,50. Die Beträge sind so gemacht, dass man es, ich will jetzt nicht sagen, im Kopf rechnet, aber das ist jetzt keine Kommastellen jetzt hier, also nicht 28,53 oder irgendwas. Das heißt, also rechnet mal schnell durch, welcher von den fünf, das ist echt mit einem, das kann man wirklich schnell mit dem Handy machen. In 3 Sekunden hat man das raus. Welches von denen, die hier Bewegungshandel machen, von den vier Händlern, es geht ja um Bewegungshandel, wo man sagt, alter Falter, also da gibt es echt einen Wahnsinnigen hier drin. möglicherweise. Wo man sagt, alter, das ist das krass. Bei dem Kontostand tut er das machen. Boah. Es ist eine Aktienstückzahl, 780, sie sei es. Genau, es ist eine Stückzahl von den Aktien. Okay, gell? Okay. Ja. Aktie A, Aktie B, hier Aktie und so weiter. Rechnet es mal aus schnell.
Nebenbei bemerkt ist ja genau das, was am Montagmorgen ja bei euch läuft. Ihr habt irgendeinen Kontostand, jeder seinen. Wir haben irgendeinen Wert, jeder den seinen. Und wir haben eine Stückzahl. Und diese Stückzahl gibst du ja manuell ein. Die legt nicht der Broker fest, nicht die Aktie fest, nicht deine Analyse fest. Genau. Du legst die Aktie fest. Die Stückzahl fest. So, also wollen wir mal beim ersten rechnen. Nur mal ganz grob. Was müsste ich denn tun, um rauszukriegen, ob der Typ, der da handelt, wahnsinnig ist? Was müsste ich denn machen? Ich meine, ist ja alles da. Ich müsste ja nur mal gucken, was riskiert er denn? Genau. Er will 780 Stück kaufen und er riskiert pro Trade, also nur für die, die jetzt neu dabei sind, alle anderen, ich tue es nur kurz erklären, er riskiert $1,50. Einverstanden? Ja. Er riskiert $1,50, also 1,5 mal die 780. Das heißt, er riskiert 1.170 Euro oder Dollar, ist ja egal, für den Fall, dass der ganze Kram schief geht. Sollte dieser Trade hier unten eröffnet werden und hier hochgehandelt werden, sind $1,170 oder Euro oder was auch immer weg. Nehmen wir mal Euro. So, er hat einen Kontostand von 11.000 Pi mal Daumen. Also, ist der wahnsinnig oder ist der, wo er sagt, boah, das ist schick. Also, da tendiere ich auch schon zu Wahnsinn, ja. Also, er riskiert gerade 10% seines Kontos. Mit einem Trade. Mit einem einzigen Trade. So, gehen wir mal zu dem hier drüben hin. Nur noch mal gemeinsam. Der riskiert auch $1,50. Einverstanden? Ja, genau. Ja. Der riskiert auch $1,50. Also, aber er will 920 kaufen mal $1,50. Der riskiert 1.300 Euro Pi mal Daumen. Jetzt ist grob, gell? Also rechnet jetzt bitte nicht. Ja. Er macht unter 1%. Also. Okay, er hier unten, 560 Euro, 5.700, entschuldigt. So, er riskiert $3, das können wir jetzt zu Fuß rechnen, $3 mal 100 Stück, also 300 Pi mal Daumen riskiert 15, er. Ja. Bei dem Kontostand, das ist wie viel Prozent? Kopfrechnen bin ich schwach. Nochmal, 10% wären 576, 5%... 6 Pi mal Daumen. Ja, okay. Wie bei Daumen 6%. So, und was macht er hier drüben? Er riskiert $2 mal 170, also 340 legt er auf den Tisch. 340, wenn es schief geht. Ja. Haben tut er 2,850. Der ist bald raus. Ja. Das ist mehr wie 10%. Ja, ja. Also von dem Thema der Wahnsinnigkeit, jetzt ist es so, dass er hier hat die Krone aufgesetzt, dann kommt er. Dann kommt er und hier, obwohl er die größte Stückzahl handelt. Und, ja, klar, darf er ja auch mit dem Kontostand. Das heißt, darf er auch. Achtung, das hat nichts mit der Stückzahl zu tun, sondern ich muss ja schauen, was er hier auch natürlich stehen, was er drauflegt, wie viel Dollar. Also das war jetzt so formuliert von mir, aber jeder weiß schon, was ich meine. Also der Wahnsinnigste von allen ist er hier unten. Genau. So, Frage, der eine oder andere. Gab es denn schon mal einen von euch, der 12% seines Kontos riskiert hat? Ja, klar. Nein, hier schreibt einer nein. Hier, klar, natürlich. So, klar gibt es den einen oder anderen, der schon mal, warum auch immer, das klar, gemacht täglich. Hat. Klar, täglich. Florian. Ja, ja so. Florian, jetzt bin ich gemeint, die Österreicher, ne? Ist klar. So, und jetzt könnte man die Frage noch etwas detaillierter stellen, die 12%. Also nehmen wir mal an den hier, so Pi mal Daumen, als der die Krone, also der den Vogel hier bis dato abgeschossen hat, im Sinne von wahnsinnig, also im Vergleich zu allen anderen jetzt hier. Jetzt gibt es denjenigen, wann sind wir denn oftmals die wahnsinnigsten Händler? Und da gibt es ja zwei Varianten. Einmal, wenn ich gerade einen guten Tag habe. Ich habe so viel Plus gemacht, dass ich sage, ey, komm. Wie beim Computerspiel. Ich habe jetzt so viel gesammelt. Selbst wenn ich jetzt einen vergeige, dann falle ich immer noch nicht auf Null. Das heißt, gerade wenn es gut gelaufen ist, riskiere ich gerne viel. Oder aber, weil eben gerade viele Minus, saubere Wegen gemacht waren, auch dann, wo ich sage, oh komm, jetzt saß ich den ganzen Tag dafür. Wenn die Kuh weg ist, kann ich auch einen Strick wegschmeißen. Also, all in. Und guck mal, ist ja jetzt hier nicht kein all in, aber doch zumindest so in diese Richtung. Gell? So, okay. Nun gut. Ich sag mal was ganz Gewagtes. Kandidat D, der mit 2.850 ist der Standard da draußen. Ist der Standard. Es ist ungefähr die Kontogröße von den meisten Leuten, sage ich mal, gerade mit CFDs und Forex, die dazukommen und vielleicht schon ein bisschen auch länger dabei sind, die gar nicht erkennen, dass dieser Kontostand sie völlig einschränkt und dass sie selber sich aufgrund der medialen Aufarbeitung des Thema Tradings
Wenn es nämlich so losgeht, beweist du mir mal, wie viel Geld du verdienst, erst dann buche ich deinen Kurs, wird ja überall viel Geld verdient. Ihr seht es überall, ne? Viel Geld wird verdient. Immer fünf- oder sechsstellige Summen. Sonst bist du kein richtiger Trader. Und jetzt kommt einer, hat ein 3.000-Euro-Konto und der bleibt eben nicht dabei, dass er pro Trade 30 Euro verdient. Das kann der gar nicht. Das ist ja unmännlich. Sind wir wieder beim Nutzwert versus Wiederbeschaffung. Gell? Da muss eine Null dahinter, ja? Ja, muss eine Null dahinter. Man macht das wenig thematisieren. Genau. Also für den einen oder anderen, der neu dabei ist oder die Sendung, ich weiß nicht, in welcher der Sendung das war. Jetzt müsste man sich dürferweise 18 Sendungen angucken, aber irgendwo hatten wir das sehr ausführlich thematisiert. Ja, ja. So, schauen wir mal. Jetzt hier, Achtung, wahnsinniger Trendhandel. Also wo du sagst, Alter, was macht er denn da? Ach du Scheiße. Okay, also das heißt, die Stops sind demnach rein punktetechnisch jetzt hier als absolute Zahl etwas weiter weg, weil symbolisch in diesem Beispiel ein Trendhandel. So, rechnet es mal kurz durch, so schwer ist das nicht. Taschenrechner ist in 2 Sekunden haben wir es. Okay? So, ich schreibe es hier mal für die eine oder andere hin. Er tut 3 Einheiten riskieren, er tut 7,5 riskieren Einheiten, dann kann man es schneller rechnen im Kopf, weil ich es gleich hinschreibe. Er hier tut 13,3, er tut 50 Cent riskieren. Mhm. Also Einheiten und er 2,12 auf 12, er tut 12,50 riskieren. Hm. Er tut 12,50 riskieren. So. So, kommt, rechnet mal schnell durch. Welcher ist von denen jetzt hier der Wahnsinnigste? So 7,5. Ich muss ja nur 7,5 mal 75 rechnen und dann haben wir es unten. 500. So, er hier riskiert Pi mal Daumen 1%. Einverstanden? Ja. So, 2,30 mal 3 sind 600. 690. Okay. So, er ist bei 5. Aber auch heftig, ja, genau. So, 0,5 mal das, also die Hälfte von dem da oben, also Pi mal Daumen tut er hier 500 riskieren. Ja. Pi mal Daumen 500. Und er hier unten tut 12,50 mal 43. 12,50 mal 43. So, es sind 537, die er riskiert. Also unten, er ist bei 10, gell? Ja, ja. 10%, wo er sagt, boah, wie viel Mal kann dieser Trade hintereinander schief gehen? So und so viel Mal, dann ist er halt raus aus der Nummer, gell? Okay, genau. Gut, ja. Kann sein, muss nicht sein, wie auch immer, gut. Nehmen wir mal, er will dennoch unbedingt diese Stückzahl handeln. Dann wäre es für ihn was einfacher, wenn der Markt ein Stück runterkommt. Bingo. Ja, Achtung, deswegen macht es das, also ganz ein Stück runter. Angenommen, er würde statt 12,50 jetzt nur noch 6, nur noch 6 riskieren, weil er statt auf der 25 zu 17 kauft. Ja. Und jetzt bin ich hier das von 10 auf 5 reduziert und dennoch wäre, und sogar die Marktphase wäre schöner. Also es wäre alles viel, viel besser. Und jetzt ein Satz für Omme. Wird ja eh schon viel geboten hier in dem Webinar, aber jetzt ein Satz für Omme. Wie kommt ein Trend zustande? Weshalb ist der Markt in seinem zyklischen Aufbau so gestaltet, wie er ist? Und wo seht ihr immer die Bewegungen, die er anscheinend nie bekommt? Genau mit dem Prinzip, was Micha gerade erklärt hat. Denn kein Mensch da draußen, der Ahnung hat, macht einen Trade und sagt, hoffentlich wird es gut gehen, damit mein Publikum mich mag oder hoffentlich wird es gut gehen, damit meine Ehefrau oder Ehemann mich lobt, sondern du machst doch erst dann einen Trade, wenn dein Risiko geil ist, weil dann kann da nichts passieren. Und deswegen wird von unten gekauft und von oben verkauft. So. Das sind so Eselsbrücken, die ich mir gebaut habe, ja? Themen in meinem Buch, was noch nie erschienen. Ja? Aber also, das sind genau die, ja? Aber genau die Teile sind es. Ja. So, jetzt Achtung, das ist jetzt Level 2. Das ist jetzt Level 2. S-DAX, jawohl. Also Achtung, das ist jetzt für den einen oder anderen, es gibt noch tausend, also ist nicht kompliziert, aber zumindest doch ein bisschen komplizierter wie vorhin. Oh, und auch hier gibt es den Wahnsinnigen. Oh. So, schauen wir mal, komm, wir wollen es ja gemeinsam machen. So, wer ist hier der Wahnsinnige? Oder vielleicht sind sie alle, vielleicht sind sie alle hier drin wahnsinnig, wir werden sehen. So, nur Achtung, jetzt haben wir einen Punkt dazu gemacht, der ja den praktischen Handel noch besser simuliert, auch wenn es nur ein Beispiel ist, wie das vorherige Beispiel, weil wir was haben? Wir haben hier einen Punkt hinzugenommen, den Rumrutschfaktor. Mhm. Weil das Geldmanagement ist ja mal das eine, zu sagen, oh, Hilfe, das ist wahnsinnig 10%, wahnsinnig 1%. Aber wir müssen ja jetzt diesen Wahnsinn nochmal ins Verhältnis setzen, fernab von der Mathematik, noch im Verhältnis zum Händler. Das ist es, ja. Das ist es jetzt. Also so gesehen kann ich jetzt zweimal wahnsinnig, also in einer Person zweimal das den Stempel wahnsinnig kriegen. Ja. So, nun denkt mal nach hier. Und das ist ja das Damoklesschwert beim privaten Trader, weil er hat ja keine Risikoabteilung im Hintergrund stehen.
Er kriegt ja kein Geld für seine Anwesenheit, der Private. Das muss er alles selber machen. So, gucken wir mal bei ihm her. Der macht hier 25 Punkte, riskiert er. Einverstanden? Er will hier oben Ja, reingehen okay, und ja. setzt seinen Stop hier unten. Der riskiert 25 Punkte. Er handelt zwei Kontrakte, also riskiert er 50 Punkte. Einverstanden? 50 Punkte mal der DAX-Future für den Fall, dass der eine oder andere ihn nicht handelt, ist was? 25 Euro pro Punkt. Das ist die Wertigkeit an der Eurex. So, Ja, was haben wir genau. gesagt? 50? Na gut, das können wir ja auch im Kopf rechnen, da brauchen wir jetzt nicht viel. So, das heißt, der Händler hier riskiert 1250 Euro mit diesem Trade. Gott. So, und Achtung, auf das Konto gesehen ist es knapp 10%. Knapp 10%. Gebühren und alles lassen wir mal außen vor. Aber was jetzt noch dazu kommt, ist, er hat einen Rumrutschfaktor von 800. Das heißt, er fängt hier in dem Bereich, das muss jetzt nicht punktgenau hinraumen, ich schreibe das mal das jetzt hier irgendwo hin, aber sollte der Markt jetzt hier noch ein Stück runterrutschen weiter, Ja. kann es sein, dass er noch bevor der Stop mit seinen 10% erreicht wird, vielleicht jetzt schon anfängt, das Ganze etwas schwieriger zu nehmen und vielleicht sogar noch früher das Handtuch wirft oder irgendwelchen Blödsinn macht, weil dieser Betrag, den er im Maximum erreicht, höher ist wie das, was er mental auseinander, also er fängt jetzt an, hier schon den Markt zu erleben, statt ihn zu bewerten. Genau. So, das heißt, dieser Händler hier, der ist nicht nur auf dem Konto wahnsinnig, sondern auch was seine Persönlichkeit betrifft, tut er ziemlich Schindluder machen. Kann das der ein oder andere nachvollziehen im Chat? Schaut mal rein. Frage: Gibt es den einen oder anderen, der sich schon zweimal, also doppeltes Elend in einem Körper, wie ein besoffener Sklave, zweimal Elend in einem Körper, Aber ja. Sklave und besoffen, das doppelte Elend in einem Körper? Frage: Kennt der ein oder andere hier, dass er sich zweimal ins Elend reingerissen hat, Konto und mental. Bin voll dabei. Okay, also völlig gaga, dieser Trade jetzt hier, völlig gaga. Das hier ist egal, was er da macht. Ob er es mental aushält, ist fraglich, ob es das Konto, natürlich wird es den einen Trade aushalten, aber sowas halt mehrfach noch. Gell? Gut, wie sieht es bei dem hier drüben aus? Der handelt drei Kontrakte und riskiert 15. So, rechnet es mal schnell. 15, 15 mal 3. Ja, ein Tausender, knapp ein Tausender. So, sind wir bei 45? So, das heißt, er riskiert 1100 irgendwas, 25. Das ist bezogen auf das Konto 1%, ganz grob, und er liegt innerhalb seines Rumrutschfaktors. Ist okay, ja. Also das hier ist super hier. Also das passt soweit, gell? Das ist vernünftig im Vergleich zu dem anderen. Weil er innerhalb des, ne, irgendwo in einem normalen Geldmanagement irgendwo da unterwegs ist und vor allen Dingen auch sein Rumrutschfaktor. Wie sieht es bei dem hier unten aus? Der eine oder andere Bund-Future, weiß nicht, der eine oder andere kennt das halt, diese synthetische Anleihe, gell? Bund-Future, synthetisch, weil im Grunde eine Anleihe hat ja ein Laufzeitende, aber der Bund-Future läuft ja immer durch. So, er handelt hier 12 Kontrakte, soweit okay. Die hat einen Punkt, der hat einen Punktwert von 10. Und wie viel riskiert er? Er macht 40, 70 macht er, glaube ich, 70 Stellen. Wenn ich das richtig sehe, ja genau, 70. So, also 120 mal 70 müssen wir rechnen. So, er riskiert also unter 8.000 Euro, 8.400 bei dem Kontostand. Absolut gaga. Also das ist nicht nur wahnsinnig, das ist schon Kategorie, Ja. weiß ich nicht. Fehlen mir die Weißt Worte. du, wenn das halt funktioniert, gell? Wenn es halt ein paar Mal funktioniert, dann kannst du das Lied nicht mehr singen. Weil er sagt, schau her, schau, was ich verdient habe da. Und dann Also wächst er bei auch dem noch damit. Kontostand, gell? Ja, genau. Bei dem Kontostand, 8.000 zu riskieren, ist das eine. Was mich aber noch mehr Ja, verrückt macht, ja. ist, er hat bei 400 Euro, 400 Euro, er nimmt 12 Kontrakte. Das heißt, der einzelne Tick sind 120 Punkte, was rauf und runter geht. Drei Ticks gegen ihn und der Junge fängt an, nicht nur zu schwitzen, sondern es ist er ja so fokussiert auf diesen Dreh, weil den Betrag, den er jetzt sieht, obwohl es fachlich ja noch sauber wäre, das Minus, wo er reinläuft, aber er tut das natürlich einfach die Position erleben. Gell? So, und wie sieht es hier drüben aus? Noch ein letztes Beispiel. So, er riskiert jetzt hier auch nochmal im Bund Future beispielsweise 30 Stellen. So, rechnet mal schnell mit. 30 Stellen riskiert er mal 5 Kontrakte, also 30 mal 5 mal 10. Da Ist haben wir es ja. das die Alamo, der Alamo Trade, der letzte, die Alamo Stellung? Also er macht 1500 Euro, Ah ja, okay. die er riskiert. Achtung, das ist innerhalb seines Rumrutschfaktors.
In dem Fall ist es so, dass der Rumrutschfaktor, den er hat, gleich dem Kontostand ist. Ja klar, je kleiner der Kontostand ist, umso mehr wird das sein. Das ist immer wieder bei dem Wiederbeschaffungswert versus Nutzwert. Gell? Das ist ja das. Der sagt, pff, mir doch egal, alles oder nichts. So, ja, erledigt. Hier brauchen wir nicht drüber reden, über den hier unten. Ja. Also es gibt einen, der es halbwegs vernünftig macht, das ist der. Der Rest ist irgendwo Kategorie zwischen Kondomörder, Wahnsinniger oder ich weiß es nicht, irgendwo anzusiedeln. Gell? Der Florian meint noch, ja, die bei Dora spielt die Margin wohl das keine kommt Rolle. Noch dazu. Ja, ja, genau. Ja. Dass er vielleicht früher rausgeht. So, genau. Frage, kennt der ein oder andere das, dass er den Rumrutschfaktor eher greift wie das Geldmanagement? Ja, klar. Ja, das ist einfach, dass man mal so tief ins Konto greift, je nachdem, wo der Rumrutschfaktor ist, was das Konto hergibt, dass man eher die Position erlebt. Im Idealfall erlebe ich die Position hinter dem Stop. Das ist der Idealzustand. Oh ja. Aber es ist meistens nicht der Fall. Oder oft nicht am Anfang. Ja. Ja. So, eine tolle Übungsaufgabe. Also nicht Übungsaufgabe, man übt ja nichts, sondern man kriegt nur mal so, wo man sagt, boah, hoffentlich bin ich nicht der. Und nachher denkt man nach einer Minute, der eigentlich ist doch scheiße, ich bin doch der. Manchmal. So, und jetzt könnten wir, aber das wäre jetzt noch die Stufe 3, die mache ich jetzt nicht mit euch, also der eine oder andere, das kann er mal in aller Ruhe sich im Video angucken, das will ich jetzt nicht übertreiben, aber nur mal für den einen oder anderen, weil ich möchte jetzt nicht, dass der eine jetzt aussteigt. Jetzt könnten wir darauf noch einen draufsetzen, indem ich die Frage andersrum stelle. Jetzt könnte man einfach noch einen draufsetzen. Aber man kann auch noch viele draufsetzen, aber einen könnte man noch in unserem Beispiel draufsetzen. Kontostand, das hatten wir im ersten Beispiel. Risiko auf Konto, okay, maximale Investition. So, das heißt also, jetzt könnten wir ja ausrechnen, was könnte denn der vernünftigste, also die vernünftigste Kontraktanzahl sein unter diesen Parametern. Das heißt, er hat bei dem Kontostand, möchte er nicht mehr wie 0,5 riskieren, aber auch nicht mehr wie 500 investieren. Und es ist ja so, zwischen riskierten und investierten Betrag gilt es ja zu unterscheiden. Das machen vielleicht jetzt nicht so viele, aber der eine oder andere ja schon, gerade wenn er Aktien handelt, allen voran, wenn er diversifikativ handelt. Und jetzt könnte man sagen, am Ende des Tages, die Programme machen das selber oder mit einer Excel-Tabelle hat man das in einem Klick und dann hat man sofort die Zahl. Aber zumindest gibt es den einen oder anderen, der das auch mal zu Fuß rechnen kann. Frage, gibt es den einen oder anderen im Handel, der bei sich neben dem Kontostand, Risiko auf Konto, maximale Investition, das einfach ausrechnet? Sicherlich gibt es viele, die das einfach nicht, müssen es ja ausrechnen. Ich muss ja auch eine Zahl da in die Positionsgröße reinschreiben. Und jetzt könnte man das noch um eines erweitern, den Rumrutschfaktor. Das könnte man auch noch machen. Das heißt, ich kriege diese vier Ebenen, Kontostand, Risiko, maximale Investition und Rumrutschfaktor einfach auf ein Tableau und versuche da drin ein Gleichgewicht zu machen. Okay? Das muss ich nicht würfeln, sondern es ist reine Mathematik. Ist auch nichts Kompliziertes. Das kann man zu Fuß hier einfach rechnen, gell? Stellenweise im Kopf. Aber das könnte man auch so rumstellen, die Frage. Wir machen sie jetzt aber nicht durch, weil es dauert jetzt ein bisschen länger. Ich möchte nur, dass man sieht, dass die zwei vorherigen Übungsbeispiele auch in diese Übungsbeispiele am Ende ja mündet. Soweit einverstanden? Frage in die Runde? Also hier haben wir es nochmal mit Rumrutschfaktor. Das wäre jetzt noch das hier, das, was ja, cool, ich eben sagte. Stimmt, ich habe es noch dran, gell? So müsste jeder Händler das bei sich eigentlich manuell ausrechnen. Beziehungsweise viele Programme machen es ja. Also wir können mal ein Rechenbeispiel wegen mir halt, naja, das muss er ja nur mal ausrechnen. Ja? Im Grunde muss es doch wie rechnen? Es ist ja so kompliziert gar nicht. Ich müsste bei diesem Kontostand mal das Risiko ausrechnen. Wie viel riskiere ich? Jetzt kommt hier eine Zahl raus. Was weiß ich hier, jetzt sind es also Pi mal Daumen, er riskiert 0,5 auf 12,85. Das 600. heißt also, 1% wären halt eben die 125, also Pi mal Daumen 60. Einverstanden? So, okay, 60, grob. So, 60 riskiere ich. Wenn ich die Aktie kaufe hier unten bei 72 und setze hier oben bei 77, riskiere ich also 5 Einheiten von Haus aus. 5 Einheiten riskiere ich, die 60 Pi mal Daumen geben dürfen. Einverstanden? Mhm. So, das heißt, ich könnte im Maximum, wie auch immer, erstmal 12 kaufen. Ganz grob gerechnet, 12 kaufen. So, wenn ich 12 kaufe zu 77, dann bin ich Pi mal Daumen bei 777, bei Pi mal Daumen 900, ganz grob. Bin ich bei Pi mal Daumen 900.
Ich darf aber nur 800 investieren. Das heißt, ich könnte dieses Maximum gar nicht kaufen. Das geht gar nicht. Sondern ich müsste runtergehen und dürfte, obwohl ich rein risikotechnisch 12 kaufen könnte, aufgrund des maximalen Investitionen nur 10 kaufen. So, das ist schon mal einmal runtergerechnet auf 10. Geht ja nicht an. Grob gerechnet. Wir machen das jetzt nur, um dass man es grob versteht. Mein Rumrutschfaktor ist 1000. Wenn ich 10 kaufe und die 10 einen auf den Sack kriege, dann verdurre ich also 5 Einheiten verlieren. 5 Einheiten mal 10 sind also 50. Mein Rumrutschfaktor ist aber bei 1000. Das heißt also, diesen Trade kann ich mit Rumrutschfaktor locker machen. Aber ich habe einen Deckel, das ist die Investition, die eher greift wie das Risiko pro Konto. Das heißt also, Rumrutschfaktor technisch könnte ich ja theoretisch 200 kaufen. Hm. Ich könnte 200 kaufen und 5 Einheiten riskieren. Das heißt, ich riskiere 1000. Aber diese 200 kann ich nicht kaufen, weil der maximale Investition ja drüber lege und das Risiko allemal auch. Das heißt also, ich habe 3 Parameter und die muss ich zueinander machen. Und das heißt nichts anderes, wie dass ich schaue, welches greift zuerst. Im Grunde ist das total nichts Kompliziertes. Simpel. Aber der Witz ist, die meisten Leute sehen, kriegen es nicht mit, woher sollen sie es wissen? Zum Beispiel auch maximale Investitionen. Ne? Das ist ja eine Größe, die ja erst durch einen sehr langen Zeitraum kommt, wenn man sich privat sich an die Sache ranarbeitet. Wenn ich in der Institution arbeite, sind mir diese Dinge klar. Wenn ich Kontoführer bin, da habe ich ja bestimmte Vorgaben, Margin-Auslastung, bla bla bla. Aber ich sage mal so, ich finde es super, weil wir haben immer wieder neue Leute dabei, die, genau wie ich es eins auch getan habe, Money Management, ich rechne mal aus, was ich am Tag so brauche. Ne? Und dann tradest du dir halt einen Wolf, was weiß ich. Aber das ist ein elementares Thema, wenn es um den Kontoerhalt geht. Und natürlich also diese maximale Investition, das rührt daher, weil du hast einen Kontostand, jetzt keine Ahnung, beispielsweise 100.000, jetzt mal mit oder ohne Hebel, spielt man keine Rolle. Hm. Und jetzt sagst du, ich möchte von den 100.000, hast du eine gewisse Bargeldreserve, die lässt du hier frei. Und jetzt sagst du, pass auf, diese 100.000, die riskiere ich jetzt nicht einen Trade und packe da so viel wie möglich rein, sondern ich stelle mir das wie so ein paar Schubfächer vor, gell, wo ich sage, guck mal, ich habe hier 1, 2, 3, 4, Position, was weiß ich, 10 als Beispiel. So, und wenn du eine Bargeldreserve hast von, was weiß ich, 20, nur mal irgendeine Zahl, dann bleiben also hier unten 80 übrig. 80 mit dem, auf 10 Positionen geteilt, heißt also, ich könnte pro Position 8.000, Achtung, nicht riskieren, sondern investieren. Ein riskierter Betrag ist nicht zwangsläufig der investierte Betrag. Es sind zwei unterschiedliche im Grunde erstmal. Weil ich könnte also jetzt die verschiedenen Aktien, die ja verschiedene Kurse haben, eben jetzt mit diesen 8.000 Euro belegen. Und da kommt halt bei dem hier so und so viel Stück raus, bei der Aktie so und so viel, bei der so und so viel und bei der hier so und so viel. Und dennoch haben alle zusammen denselben investierten Betrag. Dennoch kann es sein, dass der Stop in diesem und in diesem beziehungsweise in dieser Aktie unterschiedlich ist, was dazu führt, dass mein riskierter Betrag ein anderer ist wie in dem Beispiel. Und dennoch ist der investierte Betrag überall gleich. So irgendwie. Gut, ganz kurz dazu. Ganz große Themen, man hört ja immer wieder dann, also im Coaching habe ich das mal gehört, zum Beispiel, dass Leute, die durchaus Geld haben, Achtung, und traden, nicht investieren, sondern traden. Also sie sagen, ja, also das Geld, was ich habe, das muss aber arbeiten, das muss komplett in den Markt rein. Ja, dann raufst du dir die Haare und der versteht gar nicht, warum. Weil nochmal, wie ich hatte gesagt, du brauchst immer eine Reserve, du brauchst eine Bargeld, du brauchst einen Puffer, du musst die Verluste, musst du doch abdecken können. Wenn du aber dein Geld in den Markt hineinschießt, wie wenn du ein Investor wärst, wo es ja um was ganz anderes geht, ja, es ist ein tödlicher Fehler, den manche Leute einfach machen und erst später merken, oh, es läuft aber was schief. Also es ist ein ganz, ganz großes Thema. Risk, Money Management, absolut, ja. Wie gesagt, am Ende kann man es hier mit die verschiedenen Themen zueinander rechnen und hier kann man nachher noch zig andere Sachen hinzufügen. Gell? Das ist ja nur, Das ist ja bei weitem noch nicht der Endstand, aber zumindest mal Einstand. Okay, und jetzt nehmen wir Themawechsel, Geldmanagement. Eins, was wir dann auch noch oft hatten und dann sind wir durch mit den Übungsaufgaben, ist das hier. Sehr, sehr schöne Beispiele, aber die sehen ein bisschen kompliziert aus. Wir müssen uns reindenken. Gedanklich tun wir jetzt mal das Thema Geldmanagement und Großwetterlage, was wir da noch zuvor hatten, weg. Wir sind jetzt auf einer ganz anderen Baustelle. Immer noch beim Traden, aber andere Baustelle. So, wir denken uns kurz rein. Achtung, Ausgangslage ist das hier oben. Und das hier ist jetzt Händler A, Händler B, ich sage gleich was, wie immer hier Händler C. So, Achtung. Die Ausgangslage ist das hier, dass hier hinten irgendwo linksseitig spielt überhaupt keine Rolle, irgendein Punkt 2 ist.
was weiß ich hier, so sieht es irgendwie aus. Einverstanden? Sehen wir jetzt noch nicht. Spielt auch keine Rolle. Wichtig ist eins, dass der Händler hier eingestoppt worden ist an dem Punkt 2, warum auch immer, auch nebensächlich. Er ist eingestoppt und hat seinen Stop, warum auch immer, hier unten drunter gehabt und wird in der darauffolgenden Periode hier ausgestoppt. Das hier ist der Trade. Sein Einstieg und sein Ausstieg. Beides da. Einstieg und Ausstieg. Der Trade ist so gesehen fertig. Jetzt kommt aber ein zweites Thema hinzu, was der Jochen und ich sehr oft hatten oder beziehungsweise ihr uns oft gegeben hat und wir zwangsläufig da machen, das Thema Wiedereinstieg. Der Trade ist fertig. Und das Thema Wiedereinstieg wird jetzt von dem Händler A so gemacht, beim anderen Händler B macht das so und Händler C macht das so. Beide klappen also, um das Thema Wiedereinstieg inhaltlich abzufackeln, diesen Trade hier auf und sehen das hier. Das hier ist das hier. Das und das ist das Gleiche. Hier ist der Punkt 2 eingestoppt worden und hier unten ist er ausgestoppt worden. Das ist natürlich links und rechts dasselbe. Aber der Händler A sagt, ich gehe sofort Market wieder rein. Der Händler B sagt, nix da, ich gehe mit Limiten hier unten wieder rein. Und der Händler C sagt, ich gehe hier oben mit Stop Buy rein. So, Frage erstmal, hat man die Aufgabenstellung grob verstanden? Es geht nur um das Thema Wiedereinstieg. In dem Fall ist der Einstiegslogik der Punkt 2 in der Signallage. Das Thema Wiedereinstieg ist ja was ganz anderes, so gesehen. Gell? Also Punkt 2 in der Signallage. Signal, In unserem Fall jetzt hier der Punkt 2, ob das jetzt Sinn macht oder nicht, überhaupt keine Rolle, es geht nur ums Prinzip. Wohingegen danach, weil er ausgestoppt worden ist, das Thema Wiedereinstieg geprüft werden muss. Das Thema Wiedereinstieg hat andere Signallogiken und generelle Überlegungen wie der eigentliche Signallogik. So, wie gesagt, wenn der eine oder andere Trading-Anfänger jetzt hier aussteigt, weil er sagt, boah, jetzt bin ich raus, jetzt, ich weiß nicht, was er meint, ist das in Ordnung, einverstanden. Aber wir hatten dieses, wie gesagt, oft in den Tradebeispielen. Deswegen möchte ich es jetzt hier einfach nur mal mit erwähnen. Ich erkläre es auch gleich. Denkt mal durch. Wo ist es ein nachhaltiger, weit durchdachter Handel? Hier geht es jetzt nicht um Harakiri oder irgendwas, gell? Weil das hat jetzt mit Positionsgrößen nichts zu tun. Wo ist das, wo man sagt, ist nicht schlecht? So, gehen wir es mal gemeinsam durch. Nehmen wir hier eine andere Farbe, nehmen wir mal grün. So. Also Fakt ist eins, wir sind hier eingestiegen, einverstanden. Das heißt, an einem Punkt 2 sind wir irgendwo rein und jetzt kam hier eine Periode, wir sind eingestoppt und in der nächsten Periode sind wir rausgestoppt hier. Das heißt, es ging schon mal um den Bewegungshandel. Okay, wenn wir hier einen Bewegungshandel nach oben machen, heißt das was? Ein Bewegungshandel ist ja immer ein untergeordneter Trendhandel. So, also muss hier ein Trend irgendwie raufgehen, mehr oder weniger. Den will aber der Händler hier nicht handeln, sondern er macht das mit den Perioden. Nun gut, und dann ist er an dieser Periode halt ausgestoppt, weil die ging unter das Periodentief. Klassisch, ganz normal, alles gut. So, klappen wir jetzt auf. Der Händler hier sieht er, ich bin hier rein und untergeordnet, bums, ging der Markt hier raus. So, das heißt, ich bin ausgestoppt. Aber dieses ausgestoppt ist ja jetzt die Frage, was hat mich ausgestoppt? Und das ist das hier die wesentliche Frage. Das Thema Wiedereinstieg dreht und fällt mit der Frage, was hat mich rausgenommen? Und wenn jetzt mal jemand sagt, völlig normal, als Trading-Anfänger hat der Jochen und ich auch gemacht, und wir sagen, boah, der Markt ist unter meinen Stop, der Stop hat mich rausgenommen, also Ende der Durchsage, dann ist das soweit okay. Je länger man dabei ist, kann man dieses was schon genauer machen. Dann geht es nämlich schon klar, wenn der Stop da ist, dass der Markt durchgeht, das ist klar, aber die Frage hat ja dann doch einen fachlichen Tiefgang, der da heißt, Moment mal, es hat mich Gott sei Dank zurecht rausgenommen, weil es war nicht die untergeordnete Korrektur, die einfach an meinen Stop vorbeigesaust ist, sondern der Markt ist wirklich mit einem Trendbruch hier am Ende versehen. Das heißt, wenn der Markt jetzt wieder ein Stück raufkommt, im untergeordneten Bild, was es ja hier ist, dann ist dieses Market hier auch nicht gut. Nein, auf keinen Fall. Dann ist das hier völlig fachlich falsch, weil das Thema Wiedereinstieg muss eine Prüfung unterliegen. Das ist ein großes Thema innerhalb der Markt, ein ganz großes Thema, fachlich ganz aufgegleist, sehr, sehr, sehr inhaltsreich dann. Aber in dem Fall jetzt hier ist der untergeordnete Trend wirklich gebrochen und zu Recht bin ich dann raus und das hier würde ich mich mit Market nicht mehr auf der Long-Seite blicken lassen.
Ein Händler B sagt, alles gut, Eine Minute, bin market gleich da. ich hier oben nicht, sondern ich kaufe mich hier mit Limiten rein. Frage, wäre das schlauer? Wäre das schlauer? Frage in den Chat. Auch nicht, gell? Warum ist es nicht schlauer? Weil selbst wenn ich mich mit Limiten reinkaufe, das, was ich brauche, ja dennoch nicht vorhanden ist. Und was brauche ich? Ein Aufwärtstrend. Und der ist nicht mit den Limiten hier, die ich hier lege, vorhanden. Wäre der Markt so, wie ich ihn jetzt hier blau male und ihr legt jetzt die Limite rein, dann hätte ich es ja verstanden. Aber das ist ja eben nicht der Fall. So sieht es ja gerade eben nicht aus. Das heißt, diese Limite sind genauso Quatsch. Und gut, was der Händler jetzt macht, ist hier oben ein Stop-Buy draufsetzen. Okay, Trend muss ich neu aufladen, neu aufziehen, wie auch immer man das jetzt nennt. Fakt ist eins, der Trend, der hier gebrochen ist, würde sich Stand jetzt mit dem Bild, was wir hier haben, hier neu aufziehen. Wenn er hier einfach durchsaust. Das heißt, Stop-Buy hier oben wäre fachlich okay. Wenn derjenige, der, weil er jetzt intensiver reinguckt, auch jetzt das hier sieht und jetzt seine Stop-Buy-Order hier runter versetzt auf das Ding, ist es fachlich genauso korrekt. Ist noch näher ran. Das heißt also, ein durchdachter Handel wäre was, dass er sagt, Mensch, wir haben einen großen Punkt 2, okay, hier tut der untergeordnete Trend zwar anziehen ein Stück, danach wird er aber gebrochen, das heißt aber nicht, dass der ganze Punkt 2 auf der Signalebene deswegen Quatsch ist, sondern der untergeordnete Trend ist kaputt für den Moment, vielleicht nicht schön, vielleicht auch nicht so üblich, aber er ist halt einfach nur erledigt, aber die Struktur übergeordnet ist ja dennoch noch da. Das heißt, wir sind ja hier, nur weil darunter ging ja nicht unter eine 3 hier unten gerutscht oder irgendwas. Alles noch okay? Will also heißen, wenn wäre das hier die 3 hier das Bessere. Soweit einverstanden? Einer sagt ja. Okay. Wie gesagt, das Thema untergeordneter Wiedereinstieg, also in der untergeordneten Ebene. Okay? Also ich habe in dem Fall ja die Großwetterlage, die Signallage und beim Wiedereinstieg brauche ich ja noch einen Trend tiefer. Also so gesehen bin ich mit 3 Trends unterwegs. Wiedereinstieg, gell? Großwetterlage, Signal und da wiederum untergeordnet die Wiedereinstiegslogik, die ich mir aus dem untergeordneten Trend hole. Okay, also das hier wäre die bessere Variante. Gut, so und jetzt noch zum Abschluss den Moment. Einen habe ich noch, gell? Ja, okay, hier. So, schaut euch mal das an. Selbe Beispiel. Ich erkläre es kurz. Also nicht selbes Beispiel, also selber Aufbau des Beispiels, so muss man sagen. Das heißt, in dem Fall haben wir jetzt einen untergeordneten, einen Punkt 2, der halt, was weiß ich, so aussieht. Ja, einverstanden? So, hier geht er an der 2 rein, zack, und wird hier oben gleich wieder ausgestoppt. Also dasselbe Beispiel, zumindest was den Einstieg betrifft, nur umgekehrt auf der Short-Seite im Vergleich zu der vorherigen. Okay, Punkt 2, Klassiker und in dem Fall Bewegungshandel. Also Stopp auf die Periode und in der nächsten Periode ausgestoppt. Okay, jetzt kann man einfach sagen, ausgestoppt, blöd und oh, scheiße, neues Webinar buchen, neues Seminar buchen, keine Ahnung, neues Buch lesen, rund um Blog drehen, weiß der Geier irgendwas machen. Oder aber man sagt, Händler 1, 2, 3, ich klapp's mal auf. Guck mir mal den Kram im Detail an. So, und dieses Detail ergibt sich bei den Händlern unterschiedlich. So, der Händler sagt, interessant, ich bin hier eingestoppt, also das ist ja das und das ist ja dasselbe, gell, wenn ihr euch hier reinguckt, ja, das hier ist ja genau aufgeklappt, das hier, so sieht es ja aus, gell, das ist ja das Gelbe hier drüben, er sagt, ich bin hier rein und hier bin ich raus. So, das heißt, da hier war das Periodenhoch, hier hängt so irgendwie die Periode drin, an deren ich mich hier oben eingestoppt, mein Stop hängen habe. Das heißt, das, was mich ausgestoppt hat, war nicht im Vergleich zum ersten Beispiel der untergeordnete Trend und dessen Bruch, sondern nein, hier ist es nur die Korrektur. Nur die Korrektur. Eine ganz andere Baustelle, eine ganz andere Liga. Und hier fängt was an? Der nachhaltige, weil durchdachte Handel. Weil das möchte ein Händler prüfen, je länger er dabei ist. Am Anfang nicht. Aber und da gibt es ja viele, die länger dabei sind. Und stell dir mal vor, das wäre hier kein Intraday-Trade. Stell dir mal vor, auf Tagesbasis. Stell dir mal vor, du machst da keinen Wiedereinstieg. Das Signal hier vorne, das kommt alle Jubeljahre mal vorbei, Ostern und Weihnachten. Und jetzt sagst du, oh, ich mache keinen Wiedereinstieg. Intraday kannst du ja immer noch mal sagen, egal, morgen wieder. Aber je höher die Trendgrößen sind, da gibt es dieses Morgen wieder nicht. Okay, er geht hier Market gleich wieder rein. Der andere sagt, nichts da, ich bin ausgestoppt, ich gehe hier oben mit Limiten Short. Sie ist ja rot, also er geht auf die Short-Seite mit Limiten. Der nächste sagt, ich bin ausgestoppt, ich gehe hier oben Stop by Long. Warum? Weil hier ist ein Punkt 2 für den Fall, dass der Markt drauf geht. Ich gehe auf der Long-Seite unterwegs. Gut. So, 1, 2 oder 3, was ist richtig?
Die 2 ist Vollpanne, also die 2 ist einfach gar, also die 2 ist ja, oh, das geht ja gar nicht, gell? Hm. Du sagst, wieso geht das nicht? Der ist doch, der geht doch short, das ist doch gut. Ja, aber wo geht er short? Er geht short an einem Punkt, wo der Abwärtstrend untergeordnet gebrochen ist. Genau. Geht nicht. Geht nicht. Ja. Selbst mit ganz viel Fantasie geht's nicht. Händler 2, der hier long geht, dann wäre das im Vergleich zu dem ja wenigstens noch die bessere Variante, weil er sagt, naja, Himmel, Herr Gott, da fängt halt eine Korrektur an, da geht es halt nach oben. Also, okay, mit ganz viel weiß ich nicht was. Aber das hier geht nicht. Ja, und das Beste ist natürlich er hier. Der sagt, ich bin raus aus der Korrektur untergeordnet, alles gut, prima, okay, an dich, liebe Börse, okay, alles gut, ich bin wieder dabei. Karussell dreht sich weiter, ich bin nur kurz ausgestiegen, ich bin wieder drin und weiter geht die Party. Party heißt für ihn, okay, wir haben hier eine 2, wir haben hier die 2 und unten natürlich die eigentliche, was weiß ich, was hier kommt, unter der 2 die neue Bewegungsast. Das heißt also, in dem Fall wäre die 1 fachlich am besten. Soweit einverstanden? Jo. Ja. Ja. Ja, ja. Es gäbe noch 100 andere Varianten. Ja, ja, klar. Hunderte andere Varianten. Einer sagt nein. Warum ist er nicht mit einverstanden, der Mike? Warte mal, wer war das? Ja, die GWL haben wir jetzt hier gar nicht auf dem Radar. Wir haben ja nur die Signallage. Ja. Die GWL ist hier gar nicht vorhanden. Das hier ist nicht die GWL, zu dem dreht. Dieser dreht hat hier seine GWL hier hinten. Das ist nur die Signallage. Der Wiedereinstieg, also GWL auf Signallage. Okay, und die Signallage für den Fall, dass ich ausgestoppt habe, prüfe ich nochmal den Wiedereinstieg mit einem noch Untergang. Also ich habe einen Trend, 2 Trend, 3 Trend. Und ich kann jetzt bei dem Wiedereinstieg, interessiert mich das hier nicht als GWL, sondern einfach nur, ist der Trend noch da oder nicht da. Die Großwetterlage ist für mich das. Micha, ich glaube, wir sind langsam wirklich auf einem Seminar. Ich denke auch. Ja, ja, ich denke auch. Wir sind jetzt auch von der Zeit her, sind wir jetzt auch ein Stück drüber. Ja, aber die Leute, sage ich mal, das ist klar, das ist sehr, weil du musst hier die Kerzen checken, du musst wissen, was eine Kerze ist, der untergeordnete Trend, GWL, für viele ist das überfordernd, ist gar keine Frage. Alles richtig. So, also an der Stelle würde ich sagen, haben wir einfach mal die, und darum ging es uns ja jetzt hier nur mal die letzten einfach groben Fragen, die in den 18 verschiedenen Sendungen aufgegriffen wurden, hier nochmal ein kleines bisschen versucht, mal anders darzustellen, indem wir eben mal die klassischen Dinger in den Beispielen hier zusammengefasst haben. An der Stelle also wünschen wir euch natürlich, dass ihr die Aufzeichnung dann irgendwann auch bei YouTube wieder seht, soweit okay. Und dann, warte mal, ich gehe nochmal auf die Kontaktdaten von uns zu sprechen. Irgendwie geht das jetzt hier gerade nicht. Warte eine Sekunde, ich kriege die Folien gerade rückwärts, aber das dauert irgendwie, ich weiß nicht warum. Speicher. Ja. Ist immer so weit durch. Ja, aber alle, die gerade begeistert sind und sagen, es wäre besser als die Trade-Nachbesprechung, nein. Also erstens einmal, das ist eigentlich Seminarinhalt. Ja, also ein großes Seminarinhalt. Also genau. das ist das, was der Jochen macht, beziehungsweise hier auch für das Seminar hier, was wir da haben, das sind große Themen, genau, die da dann hergeleitet werden. Gell? Ansonsten das kann es für Ome nicht mal geben. Mal zum Anreißen, klar. Nur ja, zum Anreißen, genau. Solche Themen. Gell? Aber die Trade... Sorry, aber die Trade-Besprechung. Oh, jetzt reden wir für dich. Sorry, Micha, bitte. Nein, bitte. Nee, die Trade-Nachbesprechungen sind doch aber der Aufhänger, damit doch die Themen erst, sag ich mal, in den Fokus gerückt werden können, die doch dann später erklärt werden. Ja? Ja. Deswegen, die Trade-Nachbesprechung ist die Grundlage von dem ganzen Zeug. Das heißt, das heutige Webinar ist gut, aber substituiert jetzt nicht die Trade-Nachbesprechung. Ja. Oh, die Pizza kommt. Jochen, ja. Also an der Stelle, wir haben es genau um 21 Uhr. Wir hören uns am 4.7. wieder, am 4.9. an der Stelle. Hier habt ihr nochmal vom Jochen die Kontaktdaten. Hier habt ihr auch nochmal meine Kontaktdaten. Im YouTube könnt ihr die dann an der Stelle anhalten. An der Stelle den Hinweis, der ein oder andere, im August sehen wir uns jetzt hier für die 7 Tage, beziehungsweise beim Jochen einfach da in den Coaching-Geschichten, genau so, was wir mit haben. Und für alle anderen, die da jetzt nicht mit dabei sind, dann am 4. Ja, September. Also das heißt, dann hoffen wir mal, dass da die Welt sich noch dreht und auch noch rund ist, dass alles noch so bleibt, wie es ist. Und wir wünschen euch eine schöne Zeit bis dahin, einen schönen Sommer. Genau. Das klingt jetzt wie die Schulferien. Wir entlassen euch jetzt in den Ferien. Völliger Quatsch, wir drehen hier natürlich weiter. Das heißt also, wir hören uns dann im September und wenn es dann wieder heißt zum 20. Mal, dann was ist Lust und was ist Pflicht. Euch einen schönen Abend, alles Liebe und bis September dann.
Ich schließe mich an die Worte von Micha. Eine tolle Serie bisher. Ich freue mich jetzt auf die Sommerpause. Sonntagabends mal wieder, kein Webinar. Aber wenn es weitergeht, ja. Und mir gefällt das Format sehr, weil es ist die perfekte Kombi, abseits von dem laufenden Chart und abseits von Zukunftsprognosen, die Fachlichkeit in dem Geschäft nach vorne zu stellen, die so wichtig ist. Und die meisten erkennen das ja auch. Ganz liebe Grüße an alle. Vielen, vielen Dank. Ne? Tschüss miteinander. Danke auch dir, an dich, Micha, für die tollen Folien. Ja, bis dahin. Ciao. Alles Liebe. Danke. Ciao.